auf die Tagesordnungspunkte 5a bis 5c sowie Zusatzpunkt 16. Zweite und dritte Beratung des von den Abgeordneten Dr. Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Dr. Kirsten Kappert-Gonter und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurfs eines Gesetzes zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung sowie zweite und dritte Beratung der im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwürfe der Abgeordneten Katrin Helling-Pla, Dr. Petra Sitte, Helge Lind und weiterer Abgeordneter zur Regelung der Suizidhilfe und der Abgeordneten Renate Künast, Dr. Nina Scheer, Katja Keul und weiteren Abgeordneten zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Änderung weiterer Gesetze in der Ausschussfassung mit dem neuen Titel Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung sowie zur Änderung weiterer Gesetze, sowie die Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonter, Martina Stamm-Fiebig, Renate Künast, Ansgar Heveling, Dr. Lars Castellucci, Katrin Helling-Pla und weiterer Abgeordneter mit dem Titel Suizidprävention stärken. Ich möchte bereits jetzt auf folgende Dinge hinweisen. Für die Aussprache wurde eine Debattenzeit von 90 Minuten vereinbart. Die Redezeit wird in 18 5-Minuten-Blöcken aufgeteilt, wobei die beiden Gruppen jeweils 8 und die Fraktion der AfD 2 5-Minuten-Blöcke erhalten soll. Es soll keine Kurzintervention und keine Zwischenfragen geben. Alle Abgeordneten, deren Redewünsche nicht berücksichtigt werden können, haben die Möglichkeit, ihre Redebeiträge zu Protokoll zu geben. Im Hinblick auf die Abstimmungsreihenfolge hat man sich auf folgendes Verfahren verständigt. Zunächst wird über den Gesetzentwurf Dr. Lars Castellucci und andere abgestimmt, anschließend gegebenenfalls über den im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Helling-Pla, Renate Künast und andere, sowie schließlich über den Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonter und anderen. Bei Annahme des Gesetzentwurfs Dr. Lars Castellucci und andere entfällt die Abstimmung über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Katrin Helling-Pla, Renate Künast und andere. Ich sehe dazu keinen Widerspruch, dann ist das so beschlossen. Ich eröffne nun die Aussprache und das Wort hat zuerst die Abgeordnete Katrin Helling-Pla für die Gruppe Helling-Pla, Künast und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe noch nie so voller Demut hier gestanden wie heute. Und ich habe auch noch nie eine Rede gehalten, die so wichtig ist für so unfassbar viele Menschen. Ich habe als Fachanwältin für Medizinrecht so viele Schicksale miterlebt und vielleicht auch zu oft mitgelitten. Diese Menschen, jeder Einzelne ist es, der für meine Gruppe im Mittelpunkt steht. Aus 2017 stammt ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, das vielen schwerstkranken Menschen Hoffnung gegeben hat. Eine vom Hals abwärts gelähmte Dame, die künstlich beatmet werden musste und unter höchst schmerzhaften Krampfanfällen litt, hatte sich darum bemüht, in Deutschland legal ein Medikament zu bekommen, um ihrem Leben und ihrem Leiden ein Ende zu setzen. Sie starb in der Schweiz, ihr Ehemann prozessierte und gewann. Natürlich wandten sich in der Folgezeit immer und immer wieder schwerstkranke Menschen an das zuständige Bundesinstitut. Alle Anträge wurden abgelehnt, die Menschen wurden einfach alleine gelassen, anonym abgestempelt, trotz eindeutiger höchstrichterlicher Rechtsprechung. Allein mit ihren Schmerzen, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Natürlich wandten sich viele in ihrer Not auch an ihre Angehörigen oder an Ärzte und medizinisches Personal. Sie flehten und bettelten, erlöst zu werden.
Immer wieder auch bei meinem heutigen Mitarbeiter Max als der einst 14-jährigen Pflegepraktikanten. Natürlich half meist niemand zu groß die Angst vor Strafe und Gefängnis. Sie wenden sich auch an uns hier. Es vergeht kein Tag, an dem mir nicht ein Betroffener sein Schicksal schildert und mich voller Hoffnung bittet, dass er irgendwann sterben kann, wie er es für sich als würdevoll empfindet. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 war wegweisend. Paragraph 217 Strafgesetzbuch ist Geschichte. Jeder Mensch hat ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch ein Recht darauf, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder selbstbestimmte Mensch darf sein Lebensende so gestalten, wie er es für sich als würdig empfindet. Einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz kann und darf es nicht geben. Aber es zeigt auch Handlungsbedarf auf. Wie stellen wir sicher, dass jemand tatsächlich selbstbestimmt handelt? Wie schaffen wir ein Auffangnetz, ohne zu bevormunden? Und gehört zu einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht ehrlicherweise auch die Möglichkeit, transparent ein entsprechendes Medikament erhalten zu können? Meine Gruppe hat um Antworten gerungen, nun 1226 Tage lang. Und ich bin so vielen Menschen, von Union bis Linksfraktion, dankbar für die gemeinsame Arbeit. Das Ergebnis steht heute zur Abstimmung. Es lässt niemanden allein. Es sieht ein flächendeckendes, hochwertiges und umfassendes Beratungsangebot vor. Stellen, an die sich Menschen mit Suizidgedanken wenden können, an denen sie nicht bevormundet werden, ihnen aber gerade auch Hilfe zum Weiterleben vermittelt wird, wo sie an die Hand genommen werden und der Weg in medizinische Versorgung, vielleicht die Palliativmedizin oder auch zu sozialen Unterstützungsangeboten geebnet wird, ganz individuell zugeschnitten. Stellen, an denen jede selbstbestimmte Entscheidung respektiert wird. Erwachsene, die selbstbestimmt sterben möchten, können sich an einen Arzt ihres Vertrauens wenden und dort die Verschreibung eines Medikaments erbitten. Selbstverständlich ist niemand zur Hilfeleistung verpflichtet. Ist der Arzt grundsätzlich bereit? Obliegt es ihm, sich ein umfassendes Bild davon zu machen, ob der Betroffene aus autonom gebildetem freien Willen heraus handelt? Durch die vorherige obligatorische Beratung in einer Beratungsstelle gewährleisten wir ebenso Sicherheit wie durch das ärztliche Vier-Augen-Prinzip in bereits existenziellen Leidenssituationen. Wichtig ist uns vor allem, dass wir die Menschen nicht schon wieder alleine lassen. Alleine mit ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Wunsch gehen zu dürfen. Deshalb brauchen wir eine rechtssichere Lösung, bei der niemand bezweifelt, dass sie vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Deshalb dürfen wir nicht schon wieder mit dem Strafrecht drohen. Deshalb brauchen wir Strukturen, die für jeden Menschen sofort zugänglich sind, ohne monatelange Wartezeiten auf Facharzttermine. Nur über tatsächlichen Zugang können wir im Übrigen auch Menschen helfen, die aus der Bahn geraten sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte schenken Sie unserem Gesetzentwurf Ihre Stimme. Es gibt so unfassbar viele Menschen dort draußen, die sich die Sicherheit wünschen, selbstbestimmt gehen zu dürfen, wenn für Sie der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Lars Castellucci für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Danke sehr, geschätzte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir beraten heute abschließend über zwei Gesetzentwürfe zum begleiteten Suizid. 3 Jahre ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun her, aber die Menschen wissen nicht, wie sie einen Zugang zu diesem assistierten Suizid haben können. Und gleichzeitig sind Menschen möglichem Missbrauch auch schutzlos ausgeliefert. Das kann so nicht bleiben. Deswegen haben wir Regelungsbedarf. Die Menschen brauchen Rechtssicherheit, Klarheit, Schutz. Und das müssen wir heute leisten. Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, dass es zur Selbstbestimmung jedes Menschen gehört, auch über sein Ende entscheiden zu können. Das müssen wir achten.
Gleichzeitig hat uns das Gericht mitgegeben, dass wir nicht einfach diese Selbstbestimmung voraussetzen können, sondern es hat gesagt, dass wir als Gesetzgeber, das sind die Worte des Gerichtes, dafür Sorge zu tragen haben, dass es sich bei dem Entschluss, assistierten Suizid zu begehen, wirklich um eine freie Entscheidung handelt. Mit unserem Gesetzentwurf eröffnen wir erstmals Ärztinnen und Ärzten die Möglichkeit, ein todbringendes Mittel für einen assistierten Suizid zu verschreiben. Und wir definieren ein Schutzkonzept, das diesen freien Willen der Menschen in den Mittelpunkt stellt. Wer organisiert, regelmäßig Suizidhilfe anbietet und sich nicht an das Schutzkonzept hält, der kennt nach unserem Entwurf die Konsequenzen. Er macht sich strafbar. Denn ein Schutzkonzept, das keine Konsequenzen hat, wenn man es verletzt, ist kein Schutzkonzept. Zudem hat unsere Gruppe von Anbeginn einen Antrag zur Suizidprävention vorgelegt. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist das Wichtigste. Niemand in diesem Land soll sich überflüssig fühlen. Niemand in diesem Land soll sich gedrängt fühlen in einen assistierten Suizid hinein, weil andere Hilfe nicht erreichbar ist. Bin ich im Alter oder in Krankheit gut versorgt? Kann ich mir das alles noch leisten? Das sind doch Fragen, die hinter Suizidgedanken stecken. Und auf diese Fragen müssen wir sozial- und gesundheitspolitische Antworten geben. Bessere sozial- und gesundheitspolitische Antworten und nicht einfach einen Wegweiser zum assistierten Suizid aufstellen. Ich bin froh, dass es gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag zu dieser Suizidprävention vorzulegen. Und ich werbe schon heute dafür, dass wir einen Weg finden, diesen auch gut zu begleiten hier im Parlament, so breit, wie wir ihn einbringen, beispielsweise in einem fraktionsübergreifenden Parlamentskreis. Wir sollen also dafür Sorge tragen, dass der Entschluss, begleitend Suizid zu begehen, tatsächlich auf freiem Willen beruht. Was heißt das und wie geht das? Nun, das Gericht hat uns viele Hinweise dazu gegeben. Ich will einen nennen. Der freie Wille soll dauerhaft sein. Er soll fest gefasst sein. Aber Suizidgedanken schwanken eben meist, selbst bei denen, die Suizid begehen und noch am Leben sind, weil er verfehlt ist, dieser Suizidversuch, sagen hinterher 80-90%, sie sind froh, dass sie es überlebt haben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, was nicht geht, ist einmal zu einer Beratungsstelle gehen, dort einen Beratungsschein bekommen, dann sofort das Rezept ausgestellt zu bekommen. So kann man die Dauerhaftigkeit von Suizidwünschen nicht feststellen. Das verletzt die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes. Der Zugang zum assistierten Suizid muss ermöglicht werden, ohne daraus ein Modell zu machen. Menschen müssen vor Einflüsterungen oder in akuten persönlichen Krisen geschützt werden und die Hilfe erhalten, die sie benötigen. Das Geld, das jetzt für Suizidberatungsstellen vorgesehen ist, lassen Sie uns das in die Suizidprävention investieren. Es ist unsere Aufgabe, wir streiten heute über Paragraphen, aber die Wirklichkeit werden wir mit diesen Paragraphen kaum erfassen können. Aber ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um die Einsamen, um die Zurückgelassenen, um die, die denken, sie fallen nur noch anderen zur Last, um die, die sich fragen, ist mein Leben noch etwas wert? Liebe Kolleginnen und Kollegen, solche Fragen müssen Menschen mit sich selbst ausmachen. Aber wir als Gesellschaft sollten ihnen zurufen, ja, dein Leben ist etwas wert. Jedes Leben in diesem Land ist wertvoll. Und deshalb lassen Sie uns den begleiteten Suizid ermöglichen, aber nicht fördern. Ich bitte um Zustimmung. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Thomas Seitz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, weil es um ethische und nicht politische Fragen geht, wurden die vorgelegten Gesetzentwürfe im Ausschuss weder debattiert noch darüber abgestimmt. Aber dann sind es doch wieder politische Fragen, denn Sie von den Altparteien haben meine Fraktion von allen Gesprächen und Gruppen ausgeschlossen. An keinem der Gesetzentwürfe waren AfD-Abgeordnete beteiligt.
Und da sich die unterschiedlichen Auffassungen zur Suizidhilfe auch in der AfD-Fraktion widerspiegeln, konnten wir keine eigenen Entwürfe vorlegen, weil keine der Positionen die notwendige Anzahl unterstützender Abgeordneter erreicht. Zur Lösung der Frage, ob und wie Suizidhilfe gesetzlich zu regeln ist, hat die Ausgrenzung der AfD aber offensichtlich nicht beigetragen, wenn man die Kritik der Ärztekammern in den letzten Tagen betrachtet. Die Kritik betrifft vor allem den Vorwurf unzureichender Suizidprävention, aber mehrere Landesärztekammern kritisieren auch eine übereilte Regelung und Hessen mahnte gar dringend eine seriöse Folgenabschätzung an. Und der Ärztepräsident Klaus Reinhard Wörtlich: Wenn Kühnast-Helling-Pla sich im Bundestag durchsetzen, wird die Bundesärztekammer der Ärzteschaft raten, sich nicht zu beteiligen. Die Bundesärztekammer droht also offen mit einem Boykott. Deutlicher kann man das Ziel einer gesellschaftlichen Befriedung wohl nicht verfehlen, wenn die wichtigste beteiligte Berufsgruppe sich derart äußert. Und wie sieht es konkret aus mit den Gesetzentwürfen? Beim Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci wird deutlich, dass die Verfasser die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass der Einzelne selbst entscheiden darf, was sein Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit seiner Existenz ausmacht, nicht wirklich akzeptieren. Denn nach der Entscheidung müssen Staat und Gesellschaft die Entscheidung des Individuums als Akt autonomer Selbstbestimmung respektieren. Und wenn der Gesetzgeber regulierend eingreift, muss er einen zumutbaren Weg zu einem selbstbestimmten Freitod eröffnen. Das kann ich dem Gesetzentwurf nicht entnehmen. Vielmehr wird die kassierte Strafvorschrift des § 217 StGB wiederbelebt. Mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist es aber kaum vereinbar, geschäftsmäßige Suizidhilfe generell unter Strafe zu stellen und nur unter bestimmten Voraussetzungen die Rechtswidrigkeit entfallen zu lassen. Denn ein selbstbestimmtes Sterben in Würde erfordert die Mitwirkung und Unterstützung qualifizierter Berufsträger, deren Tätigkeit praktisch immer auf Wiederholung ausgerichtet und damit zwangsläufig geschäftsmäßig ist. Für die juristischen Laien der Hinweis, dass es hier nur um die Frage einer auf Wiederholung angelegten Tätigkeit geht, nicht um die Frage, ob damit Einnahmen erzielt werden. Letzteres wird durch das Merkmal gewerbsmäßig beschrieben, nicht geschäftsmäßig. Eine solche Strafandrohung untergräbt zumindest faktisch den von der Verfassung geschützten Weg zu einem freibestimmten Tod und ist deshalb mit erheblicher Wahrscheinlichkeit erneut verfassungswidrig. Allein dieser greifbare Verdacht ist Grund genug, diesen Gesetzentwurf abzulehnen. Der zusammengeführte Gesetzentwurf der Gruppen Helling, Pla und Kühnast verfolgt ein freiheitliches Konzept, das ich als Sprecher der relativ größten Gruppe innerhalb meiner Fraktion befürworte. Das Manko besteht allerdings in einem ungenügenden Schutzkonzept. Der Entwurf für ein Suizidhilfegesetz stellt auf eine Beratungslösung ab, bei der ärztliche Expertise eingeholt werden kann, aber nicht muss. Damit ist dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet und wird das Leben psychisch Kranker gefährdet. Denn ob ein Suizidwunsch frei von Willensmängeln und Beeinflussung ist, kann nur von praxiserfahrenen Ärzten, vielfach nur von Fachärzten aus dem Bereich Psychiatrie, Psychotherapie oder Neurologie beurteilt werden. Eine Regelung, die diesen Schutz nicht sicherstellen kann, wird den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts ebenfalls nicht gerecht. Erschwerend kommt hinzu, dass die Gewährleistung des Lebensschutzes bei der Beratungslösung zusätzlich wesentlich von der Ausgestaltung durch die Länder und vor allem dem Umfang der zur Verfügung gestellten Geldmittel abhängt. Ich kann deshalb keinem der beiden Gesetzentwürfe zustimmen. Besser, der Gesetzgeber beschließt heute keine Regulierung der Suizidhilfe als eine schlechte. Und wenn offensichtlich ein großer Teil der Ärzteschaft die Vorschläge derart vehement kritisiert, bedarf es weiterer Diskussionen, die sich auch intensiver damit befassen muss, welche juristischen Regelungen überhaupt praktisch umsetzbar sind. Eine ärztliche Begutachtung zu fordern, ist nur dann sinnvoll, wenn es auch Ärzte gibt, die die Begutachtung leisten können. Und zum Abschluss noch ein paar Worte zum Antrag auf Drucksache 19-7630. Die Forderungen zur Suizidprävention kann man nur unterstützen, auch wenn die AfD-Abgeordneten hier genauso ausgeschlossen wurden. Aber auch hier gilt, dass ein Antrag, der erst am Vorabend der Debatte veröffentlicht wird, dem Thema nicht gerecht wird. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Renate Künast für die Gruppe Helling-Pla, Künast und andere.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, warum eine Neuregelung? Das fragen wir uns, denke ich, alle. Und ich habe das Gefühl, wir haben seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, auch Jahre vorher schon, aber auch seit dem letzten Sommer, doch fast alle damit gerungen. Wir haben viele Orte und Zeitpunkte gehabt, wo wir diskutieren könnten. Und wir haben damit gerungen, was dürfen wir eigentlich entscheiden oder was müssen wir entscheiden. Für mich ist der allerwichtigste Punkt, es braucht eine Neuregelung. Warum? Weil Sterbehilfe stattfindet. Sie findet statt nach der Entscheidung, aber wir haben keinen zumutbaren Weg geregelt, meine Damen und Herren. Ein Weg, der tatsächlich nicht so hohe Hürden hat, dass er nicht genommen wird. Und deshalb muss ich sagen, ich will auf Herrn Castellucci Bezug nehmen, ein anderes Verständnis, haben wir als Gruppe ein anderes Verständnis. Wissen Sie, der frei verantwortliche Suizid und das Recht, Dritte dabei um Hilfe zu bitten, ist Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, ist Ausübung eines Grundrechts. Und ich weiß, dass uns das schwerfällt, weil wenn man für sich selber, für seine Angehörigen eine andere Vorstellung hat, trotzdem zu sagen, diese letzte Entscheidung trifft jede und jeder für sich selbst. Und sie treffen sie übrigens auch unabhängig davon, ob wir hier heute eine Entscheidung treffen oder nicht. Sie treffen sie auch im Zweifelsfalle so, dass sie sagen, wenn die Beratung zu kompliziert ist, gehe ich gar nicht erst hin, meine Damen und Herren. Und dann hätten wir unseren Job heute nicht gut gemacht, wenn das dabei rauskommt. Wir haben uns entschieden, nicht den Strafrechtsweg zu gehen. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wenn es das Grundrecht ist, selber über das Ende des Lebens zu entscheiden und sich dabei einer Hilfe zu bedienen, können wir nicht ins Strafgesetzbuch eine Regelung aufnehmen, die sagt, die Hilfe zu einem selbstbestimmten, frei verantwortlichen Suizid ist grundsätzlich strafbar, meine Damen und Herren. Und ich finde, und deshalb heißt es Hilfe und nicht Beihilfe, weil Beihilfe ist nämlich strafbar. Das ist was anderes. Und ich sage mal, dann noch, das muss ich auch sagen, mit einer so schlechten juristischen Formulierung. Das hat Ihnen ja auch ein Sachverständiger gesagt. Sie haben eine Konstruktion an der Stelle, meine Damen und Herren, wo erstmal der Tatbestand erfüllt ist und dann muss man gucken, ob Rechtfertigungsgründe einsetzen. Und das ist so widersinnig juristisch geregelt, meine Damen und Herren. Wenn die suizidwillige Person es sich später anders überlegt oder nach einer Frist die Tat begeht, dann ist der Tatbestand erfüllt und die Personen, die geholfen haben, und alle, die geholfen haben, kriegen dann ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren, weil der Staatsanwalt muss. So, ich finde aus zwei Gründen. Erstens können Sie nicht strafbar machen, was ein Grundrecht ist. Und zweitens haben Sie diese Regelung noch so geschrieben, dass Sie damit zwingend die Justiz beschäftigen. Damit helfen Sie den Betroffenen nicht. Weder den Ärztinnen noch Ärzten oder denen, die tatsächlich diese Überlegung haben. Vor Jahren haben wir hier viel über Druck geredet, dass nämlich Menschen frei sein sollen, nicht unter Druck gesetzt. Es geht ja nicht nur um die Frage einer psychischen Erkrankung, einer affektiven Störung. Es geht auch um die Frage, ob andere sie unter Druck setzen, meine Damen und Herren. Aber hier haben Sie jetzt eine Konstruktion gemacht, wo die Angst ist, jemanden, den ich frage, in die Strafbarkeit und ein Ermittlungsverfahren zu kriegen. Da haben Sie mit Zitronen gehandelt. Das löst das Problem nicht, das Sie vorgeben zu lösen. Und dann haben wir in der Diskussion ja viele, und zu Recht sagen wir ja, das Leben ist wertvoll. Wir haben es in unser Gesetz reingeschrieben, dass jedes Leben wertvoll ist und dass das auch Beratungsgrundlage ist, meine Damen und Herren. Aber der Staat hat nicht nur eine Aufgabe, Leben zu schützen, das hat auch eine Grenze, weil es eben das Grundrecht ist, selber gehen zu können, meine Damen und Herren. Selbstschädigung ist nicht strafbar, deshalb muss man auch bei jeder Behandlung unterschreiben, dass man behandelt werden darf. Deshalb darf ein Mensch auch sagen, selbst wenn die Ärztinnen und Ärzte sagen, du hättest noch Chancen, nein, ich will es nicht. Und dann sind die Geräte abzuschalten, dann darf nicht behandelt werden, weil das eine Strafbarkeit wäre, meine Damen und Herren. Und das ist genau der Bereich, den wir hinkriegen müssen, zwischen selbstbestimmt und frei verantwortlich und gleichzeitig einer Schutzvorschrift, meine Damen und Herren. Wir haben gesagt, und für uns sage ich ganz klar, wir sagen nicht, dass der Suizid ein Normalfall ist. Wir haben die Aufgabe, Leben zu schützen, aber wir haben als Abgeordnete auch die Aufgabe, uns zu trennen von der Frage, was würden wir selber tun, was würden wir unseren Angehörigen wünschen und was darf der Betreffende entscheiden. Und das ist ja kein Normalfall, wenn ich zwei Termine wahrnehmen muss. Den einen Beratungstermin, meine Damen und Herren, wo ich mit Verlaub in meinem ersten Beruf bin ich Sozialarbeiterin mit dem Schwerpunkt Psychiatrie, Strafvollzug. Ich hatte viel mit Suizid, viel mit Menschen mit psychischen Belastungen und Erkrankungen zu tun. Sorry,
aber auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Psychologen, die in solchen Bereichen arbeiten, können feststellen, ob jemand eine Störung hat, meine Damen und Herren, nicht frei verantwortlich ist. Ich bitte Sie an dieser Stelle um eines. Sagen Sie Nein dazu, wieder einen gefährlichen Weg zu gehen, der uns nach Karlsruhe bringen kann, meine Damen und Herren. Schaffen Sie mit uns eine Regelung, die die Menschen am Ende tatsächlich nutzen wollen. Wir müssen eine breite Tür für Beratung haben, weil das Selbstbestimmung ermöglicht, aber auch Lebensschutz, meine Damen und Herren. Nur das ist der Weg, bei dem wir niemanden allein lassen. Nächster Redner Ansgar Heveling für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 2015 am 2. Juli, dem letzten Sitzungsdonnerstag vor der Sommerpause, hatte der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit entschieden, die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid als eigenständigen Straftatbestand zu normieren. Heute, am letzten Sitzungsdonnerstag vor der Sommerpause 2023, stehen wir als Deutscher Bundestag wieder vor der Entscheidung, ob und wie wir dem assistierten Suizid Grenzen setzen. Ich bin mir bewusst, es ist für jeden und jede von uns keine leichte Entscheidung, insbesondere weil wir unser Votum vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar 2020 treffen müssen, mit dem sich die Karlsruher Richter grundlegend und sehr weitgehend zum Umgang mit dem assistierten Suizid geäußert haben. Mit seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht eine Art Grundrecht auf Suizid und der Hilfe dazu konstituiert. Diese sehr weitgehende Entscheidung bereitet vielen, und ich nehme mich da nicht aus, Kopfzerbrechen. Und die Frage ist nicht fernliegend: Macht es angesichts dieses weitgehenden Urteils überhaupt Sinn, eine gesetzliche Regelung zur Frage des assistierten Suizids vorzunehmen? Ich habe für mich diese Frage zu Beginn dieser Wahlperiode ganz eindeutig mit Ja beantwortet. Denn beim assistierten Suizid geht es nicht nur um eine Frage an den Einzelnen, an sein höchstpersönliches Recht. Assistierter Suizid macht auch etwas mit anderen, mit Angehörigen, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Einrichtungen, von Pflegeeinrichtungen, Ärztinnen und Ärzten und ja, auch mit der Gesellschaft insgesamt. Deshalb ist für mich klar geworden, wir brauchen wieder eine gesetzliche Regelung. So weitgehend das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist, so klar spricht es gleichzeitig davon, dass es für das dort postulierte Grundrecht auch Schranken geben kann. Denn das Recht auf selbstbestimmtes Sterben wirkt nicht absolut. Es tritt vielmehr in Kollision zur Pflicht des Staates, die Autonomie Suizidwilliger und darüber hinaus auch das höchstrangige Rechtsgut Leben zu schützen. Der hohe verfassungsrechtliche Rang der Rechtsgüter Autonomie und Leben, die § 217 Strafgesetzbuch schützen will, vermag den Einsatz des Strafrechts grundsätzlich zu legitimieren. So das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020. Karlsruhe zeigt damit auf, dass der Gesetzgeber Grenzen definieren darf, und das sollte der Gesetzgeber dann auch tun. Und das ist die Motivation meiner Gruppe Castellucci-Heveling, für eine neue gesetzliche und strafrechtliche Regelung einzutreten. Und dass auch in Deutschland eine strafrechtliche Lösung möglich und naheliegend ist, zeigt die gerade zitierte Passage des Urteils. Mit dem neuen § 217 Strafgesetzbuch bewirken wir den Schutz der Selbstbestimmung. Denn Schutz der Selbstbestimmung heißt Schutz von gefährdeten Gruppen, Schutz von denen, deren Selbstbestimmung gefährdet ist. Psychisch Kranke, Menschen, die unter äußerem Druck stehen, behinderte Menschen, Menschen in existenziellen Ausnahmesituationen. Ich finde, diesen Menschen ist die Gesellschaft ihren Schutz schuldig. Und diesen Schutz kann man eben nur mit Hilfe des Strafrechts effektiv gewährleisten. Denn das Strafrecht setzt Grenzen. Und wo sie überschritten werden, ist mit Konsequenzen zu rechnen. Und das ist auch richtig so. Und das ist auch anders als bei dem Gesetzentwurf Henning Pla-Künast. Er sieht keine Konsequenzen bei Missbrauch vor. Und im Übrigen sehen selbst die europäischen Länder das so, in denen die Grenzen für die Suizidbeihilfe weit gefasst sind.
Selbst dort werden noch die Grenzen durch Strafrecht gesetzt. Das beste Beispiel ist die Schweiz, wo sich in Artikel 115 des Strafgesetzbuches eine entsprechende Regelung findet. Und ebenso ist es in den Niederlanden. Zu unserem Paragraphen 217 des Strafgesetzbuchs gehört deshalb ein ausgewogenes Schutzkonzept, bei dem der autonom gebildete Wille respektiert wird, aber die Feststellung der Selbstbestimmtheit zentraler Schutzaspekt ist, um vor sozialem und wirtschaftlicher Pression zu bewahren. Deshalb geht es nach wie vor auch nur um die Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Beihilfe zum Suizid. Die ethische Grundlage unserer Rechtsordnung würde erodieren, wenn wir es zulassen, dass das wertvolle Rechtsgut, das es gibt, das Leben der Logik des Marktes ausgeliefert wird. Es ist kein Ausdruck von Freiheitlichkeit, einer Gesellschaft, Sterbehilfeorganisationen mit einer Laissez-faire-Politik zu begegnen. Das Leben ist kein handelbares Gut und darf es auch nicht werden. Daher geht meine herzliche Bitte an Sie alle. Wenn Sie die Selbstbestimmung und das Rechtsgut Leben zugleich schützen wollen, wenn Sie wollen, dass bei einem solch wertvollen Rechtsgut der Respekt vor der Freiheit und dem Leben zählt, dann stimmen Sie für unseren Gesetzentwurf Castellucci-Heveling und andere. Sagen Sie Ja und nicht Nein. Unser Gesetzentwurf steht dabei fest auf dem Boden unseres Grundgesetzes, denn dieses Grundgesetz ist eine Verfassung des Lebens und nicht des Sterbens. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion, Beatrix von Storch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat 2020 das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttätigung für nichtig erklärt. Damit ist die Büchse der Pandora geöffnet. Den Suizid zu einem Akt persönlicher Autonomie zu erklären, führt uns nach meiner festen Überzeugung auf einen entsetzlichen, tödlichen Pfad. Die Niederlande sind diesen Weg vor uns gegangen. Das Ergebnis ist verheerend. 2021 7.666 Tote durch assistierten Suizid und dort überwiegend durch Tötung auf Verlangen. Das sind 4,5% aller Sterbefälle dort, 10% mehr als im letzten Jahr, 10-mal mehr als Verkehrstote. Hochgerechnet auf Deutschland wären das 34.000, 3-mal mehr als zurzeit. Als das Suizidhilfegesetz in den Niederlanden beschlossen wurde, ging es um extreme Fälle, in denen Menschen schwerst krank waren, ohne Überlebensperspektive. Jetzt geht es nicht mehr nur um unheilbar Kranke, es geht immer mehr auch um körperlich gesunde Menschen, die noch ein langes Leben vor sich hätten, die eigentlich Hilfe brauchen und suchen. Die Kingston-Universität hat eine Studie gemacht in den Niederlanden. Dort werden Menschen mit geistiger Behinderung und Autismus legal getötet. Die Studie hat 39 solcher Fälle aus 2012 bis 2021 aufgedeckt, bei einer Stichprobe von 900 aus 60.000 Fällen. Wenn man das auf Deutschland, auf die Gesamtzahl hochrechnet und auf Deutschland hochrechnet, dann wären das in Deutschland 11.500 Menschen, geistig Behinderte und Autisten, getötet. Ein besonders trauriges Beispiel aus der Studie, ein junger Mann in seinen 20er Jahren, der den Grund für seinen Sterbewunsch benennt: soziale Isolation. Er wollte sterben, weil er einsam war. Der Kreis potenziell Betroffener wird damit fast grenzenlos. In Umfragen des sozioökonomischen Panels geben 42% der Deutschen an, dass sie sich einsam fühlen. Der niederländische Psychiater Dr. Bram Sitsu erklärt die Motivation der Menschen, Assistenz beim Suizid zu suchen. Ich zitiere: Sie glauben, dass dies das Ende ihrer Probleme und das Ende der Probleme ihrer Familien sein wird. Das heißt, sie nehmen sich das Leben, weil sie ihrer Familie nicht zur Last fallen wollen. Das ist schrecklich. Die vorliegenden Gesetzentwürfe betonen, dass der Suizid aus freien Stücken erfolgen soll, als autonome Entscheidung. Sie sehen also alle die Gefahr, dass Menschen sich unter sozialem Druck das Leben nehmen. Ich glaube nicht, dass Sie das verhindern werden, keiner der Entwürfe. Gegen sozialen Druck hilft keine auch doppelte Beratungspflicht und kein Vermerk
auf einen Beratungsschein. Gerade in Krisenzeiten wächst der Druck auf Alte und Kranke, nicht nur auf die, aber auf die besonders, niemandem zur Last zu fallen. Und wir werden sehr viel mehr Alte und Kranke haben ohne Familien und sehr viel mehr Krise. Der Bundeskanzler hat von mehr Respekt gesprochen. Die Realität sieht anders aus. Eine häufige Überschrift im Frühjahr war: Wohnungsnot in Deutschland, Rentner leben zu großzügig. Die Uni Regensburg hat vorgeschlagen, durch die Erhöhung der Mietpreise die Rentner in kleinere Wohnungen zu zwingen. Und in Berlin setzt das Berliner Kirchenstift 110 Senioren vor die Tür. Und dazu kommt die gesamte Infrastruktur von Betreuung, Beratung und Pflege von alten, kranken und hilfsbedürftigen und körperlich und geistig kranken Menschen befindet sich in einer existenziellen Krise. Pflegeheime gehen in großer Zahl insolvent. In Hessen schlossen 25 in diesem Jahr. 60% der Krankenhäuser sind in einer wirtschaftlichen Schieflage. Viele werden schließen. Die ortsnahe Versorgung von alten und kranken Menschen ist schon schlecht und wird noch viel schlechter. Die Not wird wachsen. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz für Menschen in einer psychischen Notlage beträgt 5 Monate. Was wird die Folge sein, wenn es angesichts der Krise in der Pflege und der Gesundheitsvorsorge einfacher sein wird, eine wohnortnahe, ergebnisoffene Suizidberatung zu bekommen als einen Pflege- oder Therapieplatz? Noch bevor wir die Suizidprävention stärken, wollen Sie für ergebnisoffene Suizidberatung sorgen. Das sind nicht meine Werte. Wir sollen unser Leben in Freiheit und Verantwortung vor Gott leben. Anfang und Ende des Lebens liegen alleine in Gottes Hand. Daran glaube ich. Vielen Dank. Nächster Redner Helge Lind, Gruppe Helling-Plaa-Künast und andere. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wir können und dürfen nicht den Menschen vor seiner Freiheit schützen. Und wir können und dürfen nicht die Menschen vor der Ausübung seiner Freiheit schützen. Und wir können und dürfen nicht, so schwer uns das fallen mag, den Menschen vor sich selbst schützen. Die Mehrheit der Bevölkerung unseres Landes unterstützt in der so brisanten Frage, so berührenden, so existenziellen Frage des Suizids und des assistierten Suizids den Akzent auf Selbstbestimmung. Ganz eindeutig. Wir brauchen einen Schutzraum. Ein Schutzraum für die Freiheit der Entscheidung. Ein Schutzraum, der sowohl die Wahrung des Lebens umfasst, aber eben auch die Wahrung, ganz konsequente Wahrung und Verteidigung der Autonomie und Selbstbestimmung des Einzelnen. Ein Schutzraum für die Identität, Individualität und Integrität der einzelnen Personen. Und ein Schutzraum jenseits von Kriminalisierung, jenseits von Pathologisierung und jenseits von Stigmatisierung. Und in diesem Schutzraum der Entscheidung, der auch ein Raum der Beratung ist, da hat neues Strafrecht, hat neue Strafbarkeit nichts zu suchen. Und in diesem Raum hat der Staat sich zurückzunehmen. Beide Gesetzentwürfe und nahezu alle hier in dem Raum sind sich doch einig darin, jedenfalls die demokratischen Kräfte, dass wir eine Regelung brauchen für einen assistierten Suizid, der diesen rechtssicher und klar ermöglicht. Im Rahmen der Debatte darüber sprechen wir viel über Einflussnahmen Dritter, über innere und äußere Zwänge, über psychische Störungen.
über Wertung, unsere Einstellung, unsere Weltanschauung und unsere moralischen Vorstellungen. Aber es gibt eine große Leerstelle in dieser Debatte viel zu häufig. Und die Leerstelle ist die Lage und die Position derer, um die es geht, die betroffen sind. In all den Debatten sind sie irgendwie an den Rand geraten. Das kann aber nicht sein. Was ist die Perspektive, was ist der Blickwinkel derer, die mit dieser Entscheidung ringen und die willig sind oder überlegen, Suizid zu begehen? Wir reden sehr viel darüber, was wir über Sterben und Tod denken. Was denken aber Sie, diejenigen, um die es geht, darüber? Wir haben ja viele auch floskelartige Formulierungen, die uns umwabern. So eine, dass das Sterben zum Leben gehört. Aber was heißt das denn? Das heißt, wenn wir von selbstbestimmtem, autonomem, aber auch gesellschaftlich geborgenem Sterben reden, dann reden wir auch über selbstbestimmtes, autonomes, freies, gesellschaftlich geborgenes Leben. Wir sind dagegen und ich bin entschieden dagegen, das als Gegensatz aufzubauen, einen Gegensatz zu konstruieren. Nein, das ist nicht so. Und deshalb steht auch unsere Gruppe und unser Gesetzentwurf ganz eindeutig zu einer Bejahung des Lebens, zu einem Ja zum Leben. Und zwar welchen Lebens? Es geht doch nicht einfach nur um das abstrakte Leben an sich, sondern es geht um Ihr Leben und sein Leben, um das Leben konkreter Personen. Wir betonen doch auch immer in vielen Debatten, und weil es dann so wenig passiert, ist es zur Floskel geworden, dass wir nicht übereinander, sondern miteinander reden sollten. Dann tun wir das doch. Reden wir doch mit denen, die es betrifft. So in der Anhörung hier im Ausschuss im Bundestag Maximilian Schulz, ein Mit-30er aus München. Seit der Kindheit schwer chronisch erkrankt, zudem noch infolge eines medizinischen Unfalls seit einigen Jahren massiv eingeschränkt. Er befürwortet als jemand, der das Leben bejaht, der das Leben liebt, der an seinem Leben hängt, ausdrücklich unseren freiheitlichen Entwurf. Und warum tut er das? Weil er diesen als einen mentalen Befreiungsschlag empfindet. Weil er darin die Möglichkeit sieht, jetzt freier leben zu können. Weil er eines Tages die Möglichkeit haben wird, mit nicht zu hohen Hürden, selbstbestimmt, frei nach seiner Entscheidung, wenn er es denn will, wenn er empfindet, gut beraten und nicht alleingelassen aus dem Leben zu gehen. Das ist für ihn Gewinn von Lebensqualität und Lebenszeitverlängerung. Das hat er in dieser Anhörung hier vor allem sehr deutlich gemacht. Und das war eine Lehrstunde in Demut und Menschlichkeit. Und er sagte auch in diesem Beitrag, aber auch etwa im Spiegel, dass er nicht sagen kann, ob er die Möglichkeit ergreift und dass er in der Vergangenheit schon vor dem Moment stand, aber sich entschieden hat, weiterzuleben. Dass er aber auf den Moment des Todes, ob er kommt oder ob er sich selbst dazu entscheiden wird und dann Hilfe in Anspruch nimmt, dass er das tun will, in dem Wissen, alles dem Leben abgerungen zu haben, was möglich war. Kommen Sie bitte zum Schluss. Wir haben ihm, denke ich, beizustehen, zu unterstützen, ihn nicht allein zu lassen, ihm diese Möglichkeiten des Lebens zu geben, aber auch des selbstbestimmten Sterbens. Aber darüber, was möglich war, entscheidet niemand sonst, außer ihm selbst, nur er selbst. Nächste Rednerin, Dr. Kirsten Kappert-Gonter für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, hier und heute treffen wir alle eine sehr weitreichende Entscheidung. Diese wird nicht nur individuell bedeutsam sein, sondern vor allem darüber entscheiden, wie wir künftig als Gesellschaft mit Menschen in Krisen und Grenzsituationen umgehen. Ich spreche für die Gruppe Castellucci und Heveling. Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie habe ich viele suizidale Menschen begleitet. Ich frage mich, wer von Ihnen würde heute nicht mehr leben? Wäre der assistierte Suizid als vermeintliche einfache Lösung leichter zu erreichen gewesen als Hilfe in Krisen
und fürsorgliche Versorgung am Ende des Lebens. Und darum habe ich ein großes Unbehagen bezüglich einer staatlich finanzierten Suizidberatungsinfrastruktur, wie sie von der anderen Gruppe vorgeschlagen wurde. Der Ausbau der Suizidprävention ist elementar, und ich bin froh, dass es uns gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag zur Prävention mit beiden Gruppen vorzulegen. Und ich hoffe sehr, dass dieser Antrag zur Stärkung der Prävention die Zustimmung von Ihnen allen hier in diesem Hause bekommt. Das wäre ein sehr starkes Zeichen. Lassen Sie mich nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf drei zentrale Punkte zu unserem Gesetzentwurf eingehen. Braucht es überhaupt ein Gesetz? Ja. Denn aktuell finden in Deutschland Suizidassistenzen statt, ohne klare Regeln, immer häufiger auch in Pflegeheimen. Für Menschen, die ein soziales Netz haben und gut situiert sind, bräuchte es vielleicht kein Gesetz. Aber für vulnerable Menschen, die einsam, arm und in existenziellen Krisen sind, Menschen, die keine adäquate Pflege finden oder psychisch krank sind, braucht es ein Schutzkonzept, einen sicheren Schutz vor Drucksituationen, um ihre Autonomie zu sichern. Das ist auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Und sehr viele Menschen haben in ihrem Leben suizidale Phasen. Suizidalität entsteht immer im Kontext der Lebenssituation. Auch Liebeskummer kann zu Suizidgedanken führen. Eine einmalige Beratung und nur 3 Wochen Wartefrist reichen hier nicht aus. Es braucht ein Schutzkonzept, das sicherstellt, dass ein Suizidwunsch frei verantwortlich und von Dauer ist. Die Sicherung der Selbstbestimmung ist die zentrale Aufgabe der gesetzlichen Regelung. Und passen denn nun Selbstbestimmung und Strafrecht zusammen? Wir sagen ganz klar, kein suizidaler Mensch macht sich strafbar. Kein Mensch, der Hilfe zum Sterben in Anspruch nimmt, macht sich strafbar. Strafbar aber macht sich, wer andere zum Suizid drängt. Strafbar machen sich Anbieter geschäftsmäßiger Sterbehilfe, die das Schutzkonzept nicht einhalten und so die Selbstbestimmung gefährden. Und manche fragen sich, ob eine fachliche psychiatrische und psychotherapeutische Einschätzung nicht etwa paternalistisch sei. Gespräche mit PsychiaterInnen und PsychotherapeutInnen eröffnen einen Gesprächsraum, der Betroffenen ermöglicht, tabufrei über ihre Gefühle zu sprechen, Motive zu erkennen und sich über Alternativen zu informieren. Das sichert die Selbstbestimmung. Und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat die Bundesärztekammer deutlich kritisiert, dass in dem Gesetzentwurf der anderen Gruppe nichts zur Qualifikation der Beratung festgelegt ist. Suizidale Gefühle sind komplex, sie sind ambivalent und meistens volatil. Fachärztinnen und Psychotherapeutinnen verfügen über die Qualifikation, solche Gespräche zu führen. Und wie soll denn ein Stempel vom Amt, den ein Sachbearbeiter einer Behörde ausstellt, wie es von der anderen Gruppe in bestimmten Situationen vorgesehen ist, der Tragweite einer solchen Entscheidung gerecht werden? Als Gesellschaft, als Staat dürfen wir nicht das Signal senden, irgendein Mensch wäre überflüssig oder ihr Tod sei keine große Sache. Unser Signal ist, wir respektieren jede Person mit Suizidgedanken. Wir ermöglichen den Zugang zum assistierten Suizid, wie uns vom Verfassungsgericht aufgetragen. Aber wir fördern ihn nicht. Wir als Gesellschaft, wir als Vertreterinnen und Vertreter des Staates geben niemanden vorschnell auf. Und darum bitte ich Sie, sehr geehrte, liebe Kolleginnen und Kollegen, stimmen Sie für den Gesetzentwurf Castellucci-Heveling. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin, Dr. Nina Scher für die Gruppe Helling-Pla, Künast und andere.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben als Gesellschaft eine Herausforderung, Dinge zusammenzubringen, und zwar sowohl einen Schutzauftrag, der in Bezug auf das Leben besteht, als auch das, was das Leben alles ausmacht, zu respektieren. Und dazu gehört eben auch, und das hat das Verfassungsgericht klargestellt, das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und mit diesem Recht ist auch mit erfasst, sich von Dritten Hilfe dazu zu holen. Das gehört mit zu diesem verfassungsgerichtlich bestätigten Recht, Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben. Und damit gehört es auch zum Leben, zu unserer Gesellschaft und zu dem, wie wir diese Dinge zusammenbringen müssen. Und deswegen möchte ich hier noch mal auf ein paar Dinge eingehen, die auch fälschlich dargestellt wurden, von denen die meinen, über die Stigmatisierung dieses Bereichs des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben, über die Stigmatisierung den Eindruck zu erwecken, man könnte mit Ausblenden, mit Stigmatisierung dieses Bereiches Leben retten. Ich erkläre eindeutig, dass dies nicht der Fall ist, dass das eine Irreführung ist, dass das uns nicht weiterbringt und dass das die Menschen auch fernhalten wird von Hilfesuchenden, von Hilfesuchen, von den Möglichkeiten, sich beraten zu lassen. Denn häufig sind es ja Menschen, die aus einer Verzweiflung heraus in Gedanken kommen und daraus ein Suizidwunsch erwächst. Wie sollen wir diesen Menschen begegnen? Wir haben einen Schutzauftrag. Wir müssen ihnen natürlich irgendwie einen Anknüpfungspunkt bieten, einen gesellschaftlichen Anknüpfungspunkt, den sie bis dahin verloren haben. Deswegen müssen wir eine niedrigschwellige Anknüpfungspunkt schaffen, ein Beratungsstellennetz, wie wir dies vorsehen in unserem Antrag. Das muss natürlich unentgeltlich sein. Und es darf natürlich nicht kommerzialisiert betrieben werden, wie das unterstellt wird von der anderen Gruppe, von Vertretern der anderen Gruppe. Das Beratungsnetzwerk muss so niedrigschwellig sein, dass tatsächlich jeder sich angesprochen fühlt. Übrigens auch unter 18-Jährige sich angesprochen fühlen, auch wenn selbstverständlich, und das eint beide Gesetzentwürfe, der Anwendungsbereich der Gesetzentwürfe nur Volljährige erfasst. Das ist ganz wichtig, noch mal hier festzuhalten. Aber es muss sich jeder angesprochen fühlen, denn nur so können wir auch gewährleisten, dass Leben gerettet wird. Alles andere, denke ich, führt uns hier nicht weiter und verfälscht auch die Sachlage. Ich möchte zurückkommen noch mal auf die Frage, wie wir dann aber umgehen mit diesem freien, selbstbestimmten, mit diesem freien und autonom gefassten und dauerhaften Willen, den das Verfassungsgericht als Bedingung aufstellt oder als Kriterien aufgestellt hat, für die Definition, für das Erfassen, für das gesellschaftliche Feststellen eines freien Willens. Das ist eben genau diese Frage. Wie stellen wir das fest? Wenn wir uns auf den Weg eines Strafrechts begeben, wenn wir im Grundsatz erklären, die Herangehensweise im Umgang mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben ist unter Strafrecht gestellt. Die Hilfeleistung dazu ist unter Strafrecht gestellt. Wenn das der Grundsatz ist, dann halte ich es für sehr naheliegend, dass die Menschen, die sich mit den Gedanken umgeben oder die auch schon sehr weit ausgereift, weil sie in einer existenziellen Leidenssituation stecken, etwa aufgrund von Vorerkrankungen, sich nicht an die Gesellschaft wenden, sondern dass sie in der Stigmatisierung verhaftet, alleingelassen einen bestimmt nicht würdevollen Weg wählen, weil sie alleingelassen sind. Und genau an der Stelle setzt unser Schutzauftrag ein, dass wir sagen müssen, hier haben wir einen Schutzauftrag, diesen Menschen auch wirklich zu verhelfen, ihrem Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch wirklich Geltung verleihen zu dürfen, diese Hilfe auch wirklich zu erlangen. Wenn aber das Strafrecht eine Stigmatisierungswirkung entfaltet, und das wird es tun, dann werden nicht die Ärzte verfügbar sein, dann werden nicht die Beratungsstellen, die niedrigschwellig von uns angelegt sind, verfügbar sein. Und wenn diese nicht da sind, dann kann auch nicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben verwirklicht werden, dann kann auch nicht demjenigen gesellschaftlich begegnet werden, der möglicherweise
doch nicht einen festen Willen hatte, sondern der doch wieder zurück zum Leben finden möchte. Auch der wird dann nicht erfasst. Insofern ist es ein Trugschluss zu glauben, dass mit der Wiederverfestigung eines Strafrechtstatbestandes Leben geschützt wird. Insofern bitte ich, diesen Antrag abzulehnen, weil nur so können wir das Recht auf selbstbestimmtes Sterben auch wirklich erfassen. Vielen Dank. Nächster Redner Stefan Pilsinger für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wie wichtig es ist, den tatsächlichen autonomen Willen einer vermeintlich suizidwilligen Person festzustellen, bevor ihr das todbringende Medikament verschrieben wird, veranschaulicht das Beispiel des US-Amerikaners Kevin Hines. Den jungen Mann, der an einer bipolaren Störung und schweren Depressionen leidet, hatte plötzlich ein starkes Gefühl ergriffen, jetzt sterben zu wollen. Er sprang von der Golden Gate Bridge in San Francisco und überlebte im Gegensatz zu 99% der anderen gesprungenen Personen. Er erzählt selbst, dass er noch im freien Fall tief bereut habe, gesprungen zu sein. 3 Jahre lang war Kevin Hines nach seinem Suizidversuch in Krankenhäusern und in einer geschlossenen Psychiatrie. Dort heilten nicht nur die gebrochenen Wirbel und Beckenknochen, er fand auch einen Weg, sich mit Medikamenten und einem regelmäßigen Tagesablauf zu stabilisieren. Er hat sich mit seiner Krankheit intensiv auseinandergesetzt und setzt sich selbst zum Ziel, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen und Symptomen zu helfen. Seither engagiert sich Kevin Hines im Bereich der Suizidprävention. Wäre Kevin Hines von einem Sterbehilfeverein das schnelle Ende in harmonischer Atmosphäre mit einer schmerzfreien Pille angeboten worden, hätte er dies vielleicht in dieser Ausnahmesituation angenommen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, Menschen, die sich selbst das Leben nehmen wollen, entscheiden sich meist nicht frei. Sie sind in einer Ausnahmesituation. Mindestens 90% der Menschen, die an einen Suizid versterben, haben nach Angaben der Stiftung Deutsche Depressionshilfe eine psychiatrische Erkrankung. 80-90% der Menschen, die kurzfristig für sich beschließen, Suizid zu begehen, werten das im Nachhinein als Fehlentscheidung und vollziehen den Suizid dann doch nicht. Wenn man an den assistierten Suizid denkt, dann denkt man meistens an alte, leidende Personen, die am Ende ihres Lebens keine Schmerzen mehr leiden wollen. Aber um das geht es heute hier nicht. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das beschlossen hat, dass jeder Mensch den Zugang haben muss, einen assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen, ist es möglich, dass auch junge Menschen, die jung und gesund sind, einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen können. Das entspricht ehrlich gesagt nicht meinem Weltbild. Aber wir haben das Verfassungsurteil nun mal zu akzeptieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute eine Lösung finden für den derzeitigen, aktuell ungeregelten Zustand. Ich arbeite neben meinem Mandat noch als Hausarzt und betreue in dieser Funktion auch noch Altenheime. Und wenn ich dort mit dem Pflegepersonal in Kontakt komme, dann sprechen mich viele relativ fassungslos darauf an, dass Sterbehilfevereine in diesen Einrichtungen tätig sind und Menschen dort auch durchaus ansprechen mit der Frage, ja, wollen Sie Ihren Angehörigen nicht mehr weiter zur Last fallen? Diese Menschen, die haben, wollten nie jemanden zur Last fallen. Dass solche Menschen einem solchen Druck ausgesetzt sind und dass es keine Regularien gibt, diese Sterbehilfevereine auf diese Menschen, sagen wir, loszulassen und es keine Regelung gibt, diese Menschen vor diesem Druck zu schützen, das ist untragbar. Deswegen brauchen wir eine Lösung. Ich unterstütze den Antrag von Castellucci Heveling, weil es den Suizid zwar assistiert möglich macht, ihn aber nicht fördert. Wir brauchen ein klares Schutzkonzept und deswegen finde ich es wichtig, dass es klare Wartezeiten gibt. Wie in dem eben genannten Beispiel ausgeführt, ist der Suizidwunsch oft ein sehr volatiler Gedanke. Das kann ich auch aus meiner ärztlichen Tätigkeit berichten. Und deswegen ist es richtig, dass vom ersten Beratungsgespräch ab bis zum Ende und dem assistierten Suizid auch eine gewisse Zeit besteht, um auch die Dauerhaftigkeit des Suizidwunsches zu überprüfen. Deswegen ist es richtig, dass es Wartezeiten gibt. Deswegen ist es richtig, auch gewisse Hürden einzubauen.
einzuziehen, um den assistierten Suizid in Anspruch zu nehmen. Und ich halte es auch für wichtig, dass man psychiatrische Gespräche einzieht und notwendig macht. Es ist notwendig, psychisch kranke Menschen auch vor dem Druck zu schützen. Es ist notwendig, diesen Menschen auch zu helfen. Es kann doch nicht sein, dass diesen Menschen, die vielfältig unerkannt unter uns leben, Corona hat es doch gezeigt, immer mehr Menschen leiden an psychiatrischen Erkrankungen. Diesen Menschen, dem muss doch geholfen werden. Und in einer Zeit, wo man teilweise 3 Monate braucht, um einen Psychotherapieplatz zu bekommen, da kann es doch nicht sein, dass der assistierte Suizid schneller möglich ist als ein Therapieplatz. Deswegen brauchen wir diese psychiatrischen. Der Antrag der anderen Gruppe ist in meinen Augen viel zu freizügig. Er bietet kein Schutzkonzept, und deswegen ist er abzulehnen. Ich denke, wir müssen heute eine Regelung finden, um die Rahmenbedingungen klarzuziehen. Wir müssen das Leben schützen, den assistierten Suizid möglich machen und ein klares Schutzkonzept bieten, um Missbrauch zu verhindern. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Dr. Petra Sitte für die Gruppe Helling, Pla, Künast und andere. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ja, vor bald 8 Jahren wurde hier im Haus ein Gesetz verabschiedet, welches geschäftsmäßige Suizidhilfe unter Strafe stellte. Vor 2015 gab es in 150-jähriger Verfassungsgeschichte Deutschlands nie eine Regelung dazu. Und doch, es gab die Grauzone, die durch Sterbehelfer und durch Sterbehilfevereine mehr oder weniger gut oder schlecht gefüllt wurde. Bei Sterbehilfevereinen muss man Mitglied werden. Und für die eigentliche Sterbehilfe dieser Vereine ist eine erhebliche 4-stellige Summe zu zahlen. 2015 nun machte ein deutscher Sterbehilfeverein nicht nur geschäftsmäßig, also auf Wiederholung angelegt, sondern scheinbar auch gewerbsmäßig, also wiederholend und mit Gewinnerzielungsabsicht sein Angebot. Daraufhin meinte also eine Mehrheit des Bundestages, Suizidhilfe praktisch komplett verbieten zu müssen. Das damals verabschiedete Gesetz erklärte das Bundesverfassungsgericht 2020 für verfassungswidrig, weil es, ich zitiere, Möglichkeiten einer assistierten Selbsttötung faktisch entleerte. Das Gesetz wurde für nichtig erklärt. Zwischen 2015 und 2020 suchten hunderte Menschen Hilfe im Ausland. Dazu mussten sie sowohl körperlich in der Lage dazu sein, aber eben auch finanziell so ausgestattet sein, dass sie das konnten. Wie viele Menschen letztlich von Sterbehilfe abgeschnitten waren, das wissen wir überhaupt nicht. Aber wir ahnen, dass es viele gibt, die vollkommen unnötig leiden mussten. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 ist Suizidhilfe nun wieder ungeregelt. Eine Regelung, so das Befund des Bundesverfassungsgerichts, muss sich an der Vorstellung vom Menschen als einem geistig-sittlichen Wesen ausrichten, das darauf angelegt ist, sich in Freiheit selbst zu bestimmen. Und im Bundestag liegt nun ein Gesetzentwurf, der wörtlich den Paragraphen zur Strafbarkeit der Sterbehilfe enthält, den das Bundesverfassungsgericht abgewiesen hat. Außerdem erklärt er Menschen, die einen Sterbewunsch äußern und Sterbehilfe wünschen, als erstes zu Fällen für Psychiatrie und Psychotherapie. Meine Damen und Herren, Sie haben doch alle mit solchen Betroffenen gesprochen. Sie wissen doch, was das bedeutet. Dadurch werden sich viele unverstanden und vor den Kopf gestoßen fühlen. Solche Regelungen, auch mit den Ausnahmen, werden erneut vor Gericht verhandelt werden, und es bedeutet wieder jahrelange Unsicherheit plus der Gefahr, dass wir wieder in eine regelungsfreie Zeit fallen. Regelungen, die bereits für verfassungswidrig erklärt wurden, sollten wir daher heute nicht beschließen.
Das Strafrecht ist schlicht keine Antwort an Menschen, die ihr verfassungsrechtlich geschütztes Persönlichkeitsrecht auch ausüben möchten. Eine umfassend angelegte und lebensweltlich orientierte Beratung wird Hürden abbauen. Sie ist ergebnisoffen und damit suizidpräventiv zugleich. Auch wir haben ein Konzept, ein Schutzkonzept. Es stimmt schlicht nicht, dass dem anderen Antrag kein Schutzkonzept mit der Beratung zugrunde liegt. Die Lebenssituation, Unterstützungs- und Betreuungsangebote, Hilfsangebote, Handlungsalternativen zur Selbsttötung sollten besprochen werden. Aber es sollen eben auch schließlich Fragen über die Folgen einer Selbsttötung besprochen werden und fehlgeschlagene Suizidversuche für das persönliche und für das familiäre Umfeld. Sollte sich dann während der Beratung eben auch zeigen, dass man psychiatrische und psychotherapeutische Hilfe braucht, dann ist diese aus dieser Beratung heraus selbstverständlich zu vermitteln. Wir wollen Suizidwünsche eben nicht fördern. Das ist eine unhaltbare Unterstellung, die sich aus dem Gesetzestext nicht ableiten lässt. Aber wir wollen Suizidhilfe eben auch nicht kriminalisieren. Und schließlich ist mir Folgendes wichtig, und das ist neu. Dieses Beratungsangebot, was wir unterbreiten, ist für jeden zugänglich. Es ist niedrigschwellig. Es steht jedem unentgeltlich offen. Und ich gehe davon aus, und meine Gruppe geht davon aus, dass wir genau deswegen jeder Form des Geschäftes mit der Suizidhilfe den Boden unterziehen. Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Nächste Rednerin Katrin Vogler, Gruppe Dr. Castellucci und andere. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen und Kolleginnen, wir entscheiden hier heute über die Neuregelung der Suizidhilfe und da unterstütze ich den Gesetzentwurf der Gruppe Castellucci-Hevelin. Und auch wenn wir heute über die Parteigrenzen hinweg argumentieren und abstimmen werden, ist unsere Entscheidung doch eine politische. Es geht nämlich nicht in erster Linie darum, welche Regelung jede und jeder von uns am besten mit dem eigenen Gewissen und der eigenen Weltanschauung vereinbaren kann, sondern eben auch um die Frage, in welchem Land wir leben wollen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Dabei es ist für mich zentral, wie die Politik mit Menschen umgeht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mir fehlt in der ganzen Debatte häufig ein realistischer Blick auf unsere Gesellschaft. Manchmal wird versucht, ein Bild von Selbstbestimmung zu zeichnen, das vollkommen losgelöst erscheint von gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen, von persönlichen und gesellschaftlichen Krisen und von dem Umfeld, in dem wir alle leben. Dieses Welt- und Menschenbild ist meiner Ansicht nach nicht besonders realistisch. Es ist geprägt durch die Brille von wohlsituierten Menschen mit hoher Bildung und entsprechendem Selbstbewusstsein. Und wir leben doch in einer Zeit, in der die Menschen mit einer Abfolge von Krisen zu tun haben, die sie ganz oft an den Rand ihrer Kräfte und oder sogar darüber hinaus bringen. Die Corona-Pandemie, die mit der Klimakrise verbundenen Naturkatastrophen, der Krieg, und Existenzängste durch Inflation und finanzielle Not setzen viele Menschen unter Druck, und der wirkt sich auch auf die Seele aus. Depressionen, Angststörungen und andere psychische Erkrankungen nehmen zu. Und auch unsere Hilfesysteme sind unter Druck. Mangel an Pflege- und Betreuungskräften, zu wenig Beratungsstellen, lange Wartezeiten bei Schuldenberatungen, Fachärztinnen, Psychotherapeutinnen, fehlende Frauenhäuser und Gewaltschutzeinrichtungen und Jobcenter, die allzu oft den Druck noch erhöhen, anstatt die Menschen, die als Erwerbslose zu ihnen kommen, zu stärken. Das ist doch die Situation. Und sehr, sehr viele Menschen denken in solchen Situationen sich das Leben zu nehmen. Wohl jede Person, die Menschen in Not berät, wird damit konfrontiert, dass ihre Ratsuchenden sagen, ich kann das nicht mehr, ich will so nicht mehr leben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diejenigen, die aus wohlüberlegter, freier und dauerhafter Entscheidung ihr Leben beenden wollen und dazu Hilfe suchen. Ihnen dies unter würdevollen Bedingungen zu ermöglichen, das halte ich natürlich für richtig. Und genau das leistet auch der Gesetzentwurf Castellucci.
Es steht uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Gesetzgeber nicht zu, die Motive Sterbewilliger zu bewerten. Aber wir haben doch die Verantwortung, sicherzustellen, dass die Selbsttötung nicht leichter gemacht wird als der Zugang zu unseren Hilfesystemen. Wir müssen dafür sorgen, dass niemand durch äußere oder innere Faktoren zum Suizid getrieben wird, ohne dass ein umfassendes und passendes Hilfeangebot gemacht wird. Und wir müssen sicherstellen, dass die Person, die sich das Leben nehmen möchte, das wirklich aus freien Stücken tut. Und wenn Sie noch unentschieden sind, nehmen Sie sich bitte diese Mail zu Herzen, die ich im April bekommen habe. Mir schrieb ein Freund: Liebe Katrin, am vergangenen Mittwoch hat sich meine langjährige Lebensgefährtin für mich völlig überraschend das Leben genommen. Es war ein Freitod, assistiert von der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, DGHS. Meine Lebensgefährtin litt seit vielen Jahren unter unklaren Krankheitssymptomen, Fieber, Schwitzen, Atemnot, Kopfschmerzen etc., hatte sich immer mehr aus dem Leben zurückgezogen und ging überhaupt nicht mehr vor die Tür. Für mich als Laien deutete einiges auf eine depressive Störung hin. Letzten November stellte sie bei der DGHS den Antrag auf Suizidbegleitung. Anfang Februar kam ein Rechtsanwalt, der ihren Wunsch protokollierte und bestätigte, dass sie bei vollem Bewusstsein und alles wohl überlegt sei. Gleiches bestätigte auch die Ärztin, die sie Mitte Februar aufsuchte. Was mich fassungslos macht, ist neben tiefer Trauer über den Tod einer nahen Angehörigen, dass die begleitende Ärztin, eine Radiologin, nicht einmal in Erwägung gezogen hat, geschweige denn eine depressive Grundhaltung nicht einmal in Erwägung gezogen hat in ihrer Stellungnahme, geschweige denn ein psychiatrisches Gutachten einforderte. Offensichtlich wurde hier die noch bestehende Gesetzeslücke ausgenutzt. Vielleicht ist sogar einer zutiefst labilen Frau der Freitod nahegelegt worden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie diese Erfahrung meines Freundes genauso bewegt, wie sie mich bewegt hat, dann lassen Sie uns heute diese Gesetzeslücke schließen. Bitte stimmen Sie für den Gesetzesentwurf der Gruppe Castellucci. Nächster Redner Lukas Benner, Gruppe Helling-Pla, Künast und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Seit dem wegweisenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind bereits über 3 Jahre vergangen. Und deswegen ist es richtig, dass wir heute den Versuch unternehmen, zu einer klaren gesetzlichen Regelung zu kommen. Diese Klarheit schulden wir Suizidwilligen. Wir schulden sie Angehörigen, Ärztinnen und Ärzten, aber wir schulden sie auch der Gesellschaft. Denn machen wir uns nichts vor, Suizidhilfe findet statt. Aber nicht mit verlässlichen Regelungen und normierten Schutzkonzepten. Nicht so, dass die, die sie brauchen, sie auch erreichen, sondern im Graubereich, unter riesigem Druck, behaftet mit gesellschaftlichem Stigma und als Tabuthema. So, dass Menschen alleine gelassen werden. Und das, obwohl es ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben gibt, was das Verfassungsgericht in aller Deutlichkeit gesagt hat. Und ich bin der Überzeugung, wir kommen hier als Gesetzgeber dem Grundrechtsschutz nicht ausreichend nach. Und deswegen brauchen wir ein eigenes Suizidhilfegesetz, um der Ausübung des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben nachzukommen, aber auch und erst recht, um die Freiverantwortlichkeit der Entscheidung sicherzustellen. Und ebenso dringlich ist es doch, dass wir deutlich mehr unternehmen, um Suiziden im Allgemeinen vorzubeugen. Und deswegen wollen wir doch auch die Bundesregierung mit einem gemeinsamen Antrag beider Gruppen dazu auffordern, Suizidprävention in einem entsprechenden Gesetzesentwurf auszuarbeiten. Meine Damen und Herren, wie sollen wir uns als Individuum, als Gesellschaft, als Staat zum Sterbewunsch des Einzelnen verhalten? Der zentrale Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hierzu lautet: Die Entscheidung des Einzelnen, seinem Leben entsprechend seinem Verständnis von Lebensqualität und Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz ein Ende zu setzen, ist im Ausgangspunkt als Akt autonomer Selbstbestimmung von Staat und Gesellschaft zu respektieren. Zitat Ende. Das heißt, es steht uns nicht zu, als Gesetzgeber, als Verbände und Kirchen, als Staat und als Gesellschaft, es steht uns nicht zu, über die Motive des Suizidwunsches zu urteilen. Wir müssen den Sterbewunsch
sofern er von einem freien Willen getragen ist, respektieren und den Menschen bei dieser schweren Entscheidung die nötige Unterstützung zukommen lassen. Suizidhilfe ist ein zutiefst emotionales Thema. Einzelfälle sind häufig tragisch. Es gibt viel persönliche Betroffenheit. Ich finde aber, wir müssen uns an dieser Stelle auf unsere Aufgabe als Gesetzgeber besinnen. Als solcher dürfen wir nicht anhand von Einzelschicksalen Gesetze für unser Zusammenleben machen, sondern wir müssen dies im Lichte von Rechtsprechung und gesellschaftlicher Realität tun. Und dem wollen wir mit unserem Gesetzentwurf für ein Suizidhilfegesetz Rechnung tragen. Es ist geprägt von einem doppelten Schutzgedanken, dem Schutz des Grundrechts auf selbstbestimmtes Sterben einerseits, aber dem Schutz vor nicht frei verantwortlichen Suiziden andererseits. Der Entwurf sieht eine Zweiteilung vor. Eine Zweiteilung zwischen Beratung und Verschreibung. Das passiert an unterschiedlichen Orten mit zeitlichen Abständen. Zuerst zur Beratung. Diese soll in unabhängigen Beratungsstellen stattfinden und allen Menschen unentgeltlich offenstehen. Und ganz wichtig dabei ist, die Beratung soll gerade präventiv wirken. Es gibt keine Pfadabhängigkeit. Sie ist nicht der direkte Weg in den Suizid, sondern sie schafft einen Ort, an dem Menschen über den eigenen Tod sprechen können. Einen Ort, an dem sie Hilfe vermittelt bekommen und ein Ort, wo Austausch stattfindet. Ergebnisoffen, nicht bevormundend und vom Grundwert jedes Menschenleben ausgehend. Der zweite Teil des Entwurfs ist die Verschreibung, die nur für Menschen über 18 Jahren zu erreichen ist. Die Verschreibung ist der Ort, wo die Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit stattfindet. Dies leisten Ärztinnen und Ärzte. Denn insbesondere das langjährige Vertrauensverhältnis zwischen Ärzten und Patienten ist der sichere Raum, um über solche Entscheidungen zu sprechen und eine solche Entscheidung zu treffen. Aber niemand in diesem Land soll dazu verpflichtet werden, Suizidhilfe leisten zu müssen. Wir wollen nicht nur die Autonomie der Sterbewilligen schützen, sondern auch die der Ärztinnen und Ärzte. Es steht jedem frei, es zu verweigern. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir die Anliegen von Suizidwilligen nicht trivialisieren oder moralisch herabsetzen dürfen. Wir sollten sie stattdessen ernst nehmen, sie von nicht frei verantwortlichen Entscheidungen bewahren und ihnen dabei die bestmögliche Unterstützung zukommen lassen. Und vor allen Dingen sollten wir unserer Aufgabe gerecht werden und Grundrechte schützen. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Dr. Lina Seitzel für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Jeder Mensch hat das Recht zu entscheiden, selbst aus dem Leben zu scheiden und dafür auch Hilfe zu erhalten. Und der Staat muss dafür Sorge tragen, dass dieses Recht ausgeübt werden kann. Deshalb muss Suizidhilfe im Rahmen unserer Gesetze möglich sein. Und deshalb darf geschäftsmäßige Suizidbeihilfe auch nicht generell nicht möglich sein. Das hat das Bundesverfassungsgericht uns so klar als Aufgabe gegeben. Das Gericht hat aber nicht nur das Recht auf selbstbestimmtes Sterben betont. Es hat uns, dem Gesetzgeber, auch die Aufgabe gegeben, genau zu prüfen, dass dieser Wunsch frei getroffen wird. Aus einem Recht auf selbstbestimmtes Sterben darf keine zumindest gefühlte Pflicht zum Sterben werden. Wenn ältere Menschen aus dem Leben scheiden möchten, weil sie Angst haben, ihren Angehörigen zur Last zu fallen, wenn Menschen Suizid begehen möchten, weil sie vor einer großen Schuldenlast stehen, dann muss der Staat zumindest einen Ausweg bieten aus einer als ausweglos empfundenen Situation, der eben nicht Suizid heißt. Und deshalb kann Suizidassistenz nur dann möglich sein, wenn klar geprüft ist, dass die Entscheidung für Suizid frei gebildet und autonom getroffen wurde
Deshalb unterstütze ich den Antrag von Castellucci und anderen, weil er diese Schutzpflicht, die der Staat hat, klar benennt und auch sicherstellt. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass zwei fachkundige Personen mit psychiatrischem oder psychotherapeutischem Hintergrund unabhängig voneinander die autonome und dauerhafte Entscheidung feststellen, denn ein Suizid ist unumkehrbar. Deshalb sieht der Gesetzentwurf auch vor, in der Regel eine Zeit von 3 Monaten zwischen den beiden Begutachtungen, wobei Ausnahmen von dieser Regel zum Beispiel bei weit fortgeschrittenen lebensverkürzenden Krankheiten durchaus vorgesehen sind. Und wenn dieses Schutzkonzept möglich und eingehalten ist, dann ist Suizidbeihilfe auch die geschäftsmäßige möglich. Damit ermöglicht der Vorschlag, Menschen, die autonom entscheiden, aus dem Leben scheiden zu wollen, dafür Unterstützung zu erhalten, und gleichzeitig sichert er den besonderen Schutzauftrag des Staates. Und das möchte ich hier auch sagen, eine Regelung im Strafrecht schließt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja übrigens explizit nicht aus. Er sagt dazu, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin, der hohe Rang, den die Verfassung der Autonomie und dem Leben beimisst, ist grundsätzlich geeignet, deren effektiven präventiven Schutz auch mit Mitteln des Strafrechts zu rechtfertigen. Der Gesetzentwurf, den Lars Castellucci und andere hier vorlegen, er verhindert nicht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Im Gegenteil, es stärkt dieses Recht, weil es auf etablierte Strukturen zurückgreift, weil er eine autonome Entscheidung voraussetzt und weil er aber auch Grenzen setzt und damit Missbrauch vorbeugt. Mindestens ebenso wichtig ist es aber, dass wir dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht dazu getrieben fühlen, aus dem Leben zu scheiden. Wir brauchen dringend eine bedarfsgerechte psychotherapeutische, psychiatrische, psychosoziale und palliativmedizinische Betreuung. Und ich möchte mich ganz herzlich bei denjenigen bedanken, die auch diesen Antrag zur Suizidprävention erarbeitet haben. Und schließlich ist es unsere vordringlichste Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein würdiges Leben haben, egal ob im Alter oder mit einer Krankheit. Das ist eine Daueraufgabe, die wir auch in Zeiten leerer Kassen nie aus dem Blick verlieren dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, stimmen Sie dem Gesetzentwurf von Castellucci und anderen zu, damit der Staat nicht Suizid einfacher möglich macht als der Zugang zu Hilfs- und Betreuungsangeboten, die Menschen in Notlagen dringend brauchen. Vielen Dank. Nächste Rednerin, Martina Stamm-Fiebig für die Gruppe Helling, Pla, Künast und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir sehr ausgiebig über das Thema Suizidhilfe diskutiert. Bei den Debatten hier im Haus, in der Anhörung, aber auch bei Veranstaltungen im Wahlkreis und im Gespräch mit den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern wurde mir dabei eine Sache ganz besonders bewusst. Die Menschen wollen endlich Klarheit darüber, welche Möglichkeiten sie haben, wenn sie irgendwann einmal, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr weiterleben wollen. Derzeit gibt es diese Klarheit nicht. Und nach Umfragen wollen über 70%, dass wir diese Klarheit schaffen. All den Bürgerinnen und Bürgern, die in den vergangenen Monaten in meiner Sprechstunde waren und die Petitionen zu diesem Thema eingereicht haben, all diesen Menschen kann ich heute keine klare Antwort auf ihre Fragen geben. Denn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts und der Aufhebung des Paragraphen 217 Strafgesetzbuch befinden wir uns in einer rechtlichen Grauzone. Zwei Beispiele. Der Nichtanwendungserlass beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verhindert, dass Sterbewillige an das tödliche Medikament gelangen.
Gleichzeitig steht in Berlin ein Arzt vor Gericht, weil er für eine Frau eine Infusion mit einer Überdosis Narkosemittel bereitstellte. Eine Verurteilung wegen Totschlags in mittelbarer Täterschaft ist nicht ausgeschlossen. Diese Zustände sind unhaltbar. Den Menschen muss die Ausübung ihres Willens möglich sein, ohne dass sich eine Behörde querstellt. Und genauso muss es einem Suizidhelfer möglich sein, dass er oder sie Hilfe leistet, ohne mit einem Bein im Gefängnis zu stehen. Und deshalb ist es notwendig, dass wir klare Vorgaben dazu machen, wie Suizidhilfe in Deutschland zu leisten ist. Gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass Menschen, die diesen Weg gehen wollen, ein gutes Beratungsangebot finden. Und nur wenn wir diese beiden Voraussetzungen schaffen können, können wir vermeiden, dass dubiose Angebote zur Suizidhilfe entstehen. Wir brauchen also unbedingt ein Gesetz. Und dabei müssen wir die richtige Balance zwischen Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Schutz vor Fremdeinwirkung finden. Einerseits geht es also darum, den niederschwelligen Zugang zur Suizidhilfe sicherzustellen. Andererseits müssen wir Vorsorge dafür treffen, dass die Freiverantwortlichkeit und die Dauerhaftigkeit des Sterbewunsches zu jeder Zeit sichergestellt ist. Nur der Gesetzentwurf der Gruppe Künast-Helling-Pla vereint diese beiden Anforderungen. Der Entwurf sichert das Recht auf selbstbestimmtes Sterben ab und gibt einen klaren Prozess auf zur Inanspruchnahme von Suizidhilfe. Gleichzeitig sieht der Entwurf den Aufbau einer umfassenden Beratungsstruktur vor und enthält Maßnahmen zum Schutz des Einzelnen. Und diese Struktur ist der Garant dafür, dass eine autonome und freie Entscheidung sichergestellt wird, ohne dass der Zugang zur Suizidassistenz über die Maßen eingeschränkt wird. Und genau in diesem Punkt liegt der Hauptunterschied zum Entwurf der Gruppe Castellucci. Die Hürden in diesem Entwurf sind zu hoch. Und ich erinnere an die öffentliche Anhörung im November. 4 von 5 juristischen Sachverständigen haben erhebliche Zweifel am Schutzkonzept des Gesetzentwurfs der Gruppe Castellucci geäußert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir heute am Ende ohne Regelung dastehen und dass der angenommene Entwurf sofort wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt wird. Um das zu verhindern, bitte ich Sie eindringlich um Ihre Unterstützung für den Entwurf der Gruppe Künast-Helling-Pla. Und zum Abschluss möchte ich mich noch dafür bedanken, dass wir in dieser kontroversen Diskussion nach diesen beiden Gesetzentwürfen einen Antrag zur Suizidprävention hoffentlich in großer Mehrheit beschließen. Und dort möchte ich mich auch noch mal explizit für die gute Zusammenarbeit bedanken. Denn unabhängig davon, wie die Abstimmung zur Suizidhilfe heute ausgeht, ist es unverzichtbar, dass wir die Suizidprävention in Deutschland stärken. Denn noch immer nehmen sich in diesem Land auch sehr viele junge Menschen das Leben. Und das müssen wir verhindern. Die im Antrag aufgelisteten Maßnahmen sind wichtige Bausteine, um die Situation entscheidend zu verbessern. Vielen Dank. Nächste Rednerin Elisabeth Winkelmeier-Becker für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen, wenn Sie im Wahlkreis Menschen auf die heutige Debatte angesprochen haben, dann kam oft die Antwort, wenn jemand am Ende seines Lebens schwere Erkrankungen hat, Schmerzen hat und den Sterbeprozess abkürzen will, dann haben wir dafür Verständnis, wenn er das mit ärztlichem Beistand machen will. Das sehen sicher viele so und das ist etwas, was das Bundesverfassungsgericht sicherlich auch geregelt haben will. Und deshalb
sehen beide Anträge das vor. Beide Anträge zur Suizidassistenz sehen dafür ein zügiges Verfahren ohne künstliche, überflüssige Hürden vor, wenn klar ist aufgrund der Umstände, dass wir eine freiwillige und endgültige Entscheidung des Menschen haben. Die Antwort zeigt aber noch etwas Wichtiges. Viele gehen davon aus, dass es auch nur um diese Situation geht. Wir reden aber heute um Krisen in jeder Lebensphase, um die gescheiterte Beziehung oder Karriere, die Insolvenz, die bleibende Behinderung, Trauer, Einsamkeit, Angst, die Suizidgedanken auslösen können. Und obwohl es fast immer auch in solchen Situationen doch Lösungen gibt, die das Leben wieder lebenswert machen können, der neue Freund, der neue Partner, die Entschuldung, die Therapie, der Neuanfang, lassen wir die Menschen dort manchmal allein, und das dürfen wir nicht tun. Es gibt ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Sterben auch, ja. Aber es gibt auch ein Grundrecht auf Schutz des Lebens und unsere Verantwortung, diesen Schutz zu gewährleisten bei dem höchsten Rechtsgut, das es gibt, von dem wir heute sprechen. Und auch den hat das Bundesverfassungsgericht postuliert. Wir haben schon gehört, dass es empirisch belegt ist, dass der Wunsch nach einem Suizid volatil ist. Wahrscheinlich haben viele Menschen ihn im Laufe ihres Lebens. Und die Menschen, die ihren Suizidversuch überlebt haben, berichten ja häufig, dass sie darin im Nachhinein einen Fehler sehen. Und deshalb darf doch beim Wunsch nach Suizid nicht die vorschnelle Antwort der Gesellschaft sein, okay, wir helfen dir bei dem sanften und leichten Tod, sondern die Antwort muss doch lauten, wir helfen dir raus aus der Krise, so gut es geht, damit du wieder Lebensmut gewinnst. Auch andere Situationen machen verletzlich. Die ältere Frau mit dem teuren Heimplatz, der junge Mensch im Rollstuhl, der auf Hilfe angewiesen ist. Sie dürfen nicht darüber nachdenken müssen und sie sollten noch nicht mal zwingend damit konfrontiert sein, ob sie Kosten verursachen, ob sie jemandem zur Last fallen und der Suizid nicht eine naheliegende Lösung wäre. Niemand darf sich in dieser Situation dafür rechtfertigen müssen, wenn er sein Leben ausschöpfen will. Liebe Kollegen und Kolleginnen, wir haben heute oft gehört, dass es um Selbstbestimmung und um Würde geht. Es darf aber nicht die Botschaft unserer Debatte heute sein, dass nur der seine Selbstbestimmung und Würde wahrt, der sich zum Suizid entscheidet. Selbstbestimmung wahrt auch der oder die, die eine Krankheit annimmt, die sich auf Hilfsbedürftigkeit einlässt. Auch wer in allem auf Hilfe angewiesen ist, wahrt seine Würde. Und darf sich auf die Hilfe unserer Gesellschaft verlassen. Nicht nur ein paar Wochen, nicht nur ein paar Monate, sondern solange das Leben dauert. Hier entscheidet sich auch, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und mit welcher Haltung wir Menschen in dieser Situation entgegentreten wollen. Und eine humane Gesellschaft darf hier nicht vorschnell auf Hilfe zum Suizid verweisen. Deshalb brauchen wir den wirksamen Schutz des freien Willens mit zwei ärztlichen therapeutischen Terminen, und zwar von Fachleuten, die auch für Hilfe die Fachleute sind, die auch für Heilung die Fachleute sind, mit einer Wartezeit von 3 Monaten. Das ist die Zeit, in der man eben nach anderen Lösungen suchen kann. Und dazwischen eben die zielgenaue Beratung, die die Hilfe in den Mittelpunkt stellt. Dazu die effektive Absicherung, auch mit der strafrechtlichen Sanktionen. Diesen Schutz sieht der Entwurf Castellucci-Heveling vor. Und deshalb bitte ich Sie und euch ganz herzlich, diesen Entwurf zu unterstützen. Vielen Dank.
Nächster Redner Otto Fricke für die Gruppe Hellingpla, Künast und andere. Sehr geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich eine Sache an den Anfang stellen. Wir reden in Deutschland zu wenig über den Tod. Das ist ein Satz, den man immer wieder sagen muss und der leider unserer Gesellschaft, manchmal glaube ich auch aufgrund unserer Geschichte, viel zu sehr innewohnt. Und ich will ausdrücklich mich bei allen Gruppen bedanken, dass sie sich des Themas Tod mit diesem Gesetzentwurf angenommen haben. Denn wir müssen über den Tod reden, weil er im Endeffekt Teil unseres Lebens ist. Und das sollten wir nie vergessen bei einer solchen Debatte. Denn wer über das Leben redet, muss auch über das Sterben reden, muss darüber auch offen reden. Und ich sage das an die jungen Zuschauer, die hier sind, ich sage das an die älteren Zuschauer, die hier sind, aber auch alle, die uns zuhören oder zusehen. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Gesellschaft ist es doch, über solche Dinge zu reden. Das ist die erste Aufgabe, die wir als Mitmenschen haben, damit verstanden wird, wie der Einzelne, der Sorgen, der Probleme hat, zu seinem Leben, aber auch zu seinem Sterben steht. Und ich würde allen Gruppen hier ausdrücklich zubilligen, dass sie sagen, natürlich wollen sie das Leben schützen, aber sie wollen eben auch die freie Entscheidung des Einzelnen in der einen oder anderen Weise schützen. Darum geht es heute, darum geht es in dieser Gesellschaft bei diesem Thema. Als Anwalt kann ich immer noch nur sagen, es ist für mich immer noch das, wo ich merke, warum reden Leute über sowas? Man redet über alles inzwischen. Ich meine, wir sehen das ja in den elektronischen Medien, fast jedes Thema, nichts ist brechlich. Aber sobald es auf dieses Thema Tod kommt, Erbschaft, Organspende, Verfügung in Richtung Tod, auf einmal zucken wir zusammen, weil wir nicht drüber reden. Dafür sind diese Debatten gut. Und da kann man dann auch sagen, und da kann man auch dem Bundesverfassungsgericht mal wieder dankbar sein, dass die Gewaltenteilung funktioniert. Weil es uns ja dazu bringt, über dieses Thema zu reden. Und deswegen sage ich auch an der Stelle, wir müssen gucken, dass wir das Verfassungsgericht ernst nehmen, als Gesetzgeber unsere Meinung aber dazu bringen, um zu sehen, dass wir nicht wieder vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Meine Damen und Herren, aber es geht um was ganz Entscheidendes, und da unterscheiden sich dann doch die beiden Entwürfe. Welchen Staat wollen wir bei diesem Thema? Wollen wir bei diesen höchstpersönlichen Fragen Leben, Sterben, Tod einen Staat, der uns Freiheit lässt? Oder wollen wir einen Staat, der diese Freiheit erst einmal grundsätzlich einschränkt, der grundsätzlich die Möglichkeit hat, dass ein Verdacht ausgeübt werden kann und dann erst erlaubt, dass der Wille entsprechend auch betätigt werden kann im Bereich des Sterbens? Das ist der essentielle Unterschied. Wir müssen uns fragen, wie gehe ich in diese Problematik hinein, egal wie der Zugang ist, egal welche Fälle es sind. Und da sage ich dann, hat das Verfassungsgericht gesagt, es gibt dieses Recht. Das Verfassungsgericht hat das allgemeine Persönlichkeitsrecht als Abwehrrecht gegen den Staat in dem Urteil ausdrücklich so definiert, da ist das Recht und nicht, es ist erstmal nicht da, es muss dir erlaubt werden, es ist eine mögliche Straftat in diesem Zusammenhang, die passiert. Nein, es ist erst einmal dein Recht und der Staat muss ganz genau begründen, wann und wo er dort einschreitet. Und das unterscheidet die beiden Gesetzentwürfe ganz essentiell. Meine Damen und Herren, dann sagt das Verfassungsgericht auch noch, sehr schön, diese Entscheidung des Einzelnen, ja, man muss prüfen, wie sie zustande kommt, aber diese Entscheidung ist Akt autonomer Selbstbestimmung. Und wenn ich das sage, kommt dazu der Satz, und der ist so schön, und dieser Akt ist von Staat und Gesellschaft, also auch von allen Bürgerinnen und Bürgern, dann auch zu respektieren. Und das genau ist der Gesetzentwurf, Künast, Hellingpla, in Reinform und wird auch so genau übernommen. Meine Damen und Herren, wir wollen verhindern, dass irgendjemand in unserer Gesellschaft rechtfertigen muss, wenn er nach einem längeren Verfahren mit möglichst viel Prävention, deswegen übrigens auch der Entschließungsantrag von allen, in einer gut organisierten Form das so hinkriegt. Der Kollege Benner von den Grünen hat noch mal sehr, sehr genau dargestellt, wie das Verfahren auch in unserem Antrag läuft. Dabei will ich gar nicht sagen, dass das in dem anderen nicht läuft. Ich würde auch nie dem anderen Antrag in irgendeiner Weise unterstellen, dass man da auf jeden Fall einfach nur sagt, das darfst du nicht selber entscheiden. Aber das Wichtige ist dabei, ein geordnetes Verfahren, indem derjenige sich sagt, ich trete dem Suizid näher, eine Möglichkeit hat, wirklich sich gut beraten zu lassen, eine gewisse Überlegenszeit bekommt, eine Gestuftheit hat. Aber es kommt noch etwas dazu, und das will ich hier doch noch mal zum Schluss sagen.
Strafrecht wird weiterhin existieren, auch bei unserem Gesetzentwurf. Es wird Nötigung geben, es wird Betrugsfragen geben, es wird ganz viele Dinge geben, die bleiben auch an der Stelle. Aber den Kern mit dem Verdacht zu versehen, da kann ich nur eines sagen. Selbst wenn dann nachher herauskommt, das, was der Arzt gemacht hat, in unserer in Möglichkeit übrigens der Hausarzt, in Ihrer ist der Hausarzt raus an der Stelle, dem man Vertrauen entbringt. Selbst dass der Verdacht nachher sich als falsch herausstellt, sorgt doch schon dafür, dass alle, die dort mitwirken, unter einem Verdacht stehen. Und das wollen wir nicht. Das Strafrecht ist hier nicht die richtige Lösung. Herzlichen Dank. Letzter Redner Benjamin Strasser für die Gruppe Dr. Castellucci und andere. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Umstand, dass wir heute über Regeln diskutieren, nicht nur über das eigene Sterben, sondern über das Sterben von anderen, ist eine Zumutung für viele Kolleginnen und Kollegen hier im Raum. Dessen bin ich mir bewusst. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute nicht mehr über das Ob des assistierten Suizids. Diese Frage hat das Bundesverfassungsgericht mit Ja beantwortet. Wir diskutieren nach 3 Jahren darüber, ob wir einen unregulierten Zustand wollen oder ob wir Regeln für den assistierten Suizid schaffen und Rechtssicherheit für Betroffene. Und deswegen kann es heute nicht angehen, dass man nach 3 Jahren der Debatte einfach Nein zu allen Vorschlägen sagt, ohne einen eigenen Vorschlag vorzulegen. Das wird der Lage, in der sich diese betroffenen Menschen und ihre Angehörigen befinden, nicht gerecht. Wir müssen heute entscheiden. Es wurde heute oft der Urteilstenor des Bundesverfassungsgerichts zitiert. Ja, das Bundesverfassungsgericht hat ein Grundrecht auf selbstbestimmtes Sterben für alle Menschen definiert, aber es hat auch eine Schutzpflicht des Staates für diese Selbstbestimmung vorgeschrieben. Und umso bemerkenswerter und verwunderlicher ist die Debatte der letzten Monate und die Selbstzuschreibung der beiden auf dem Tisch liegenden Vorschläge. Die Liberalen auf der einen Seite gegen die Konservativen auf der anderen. Die, die bevormunden, gegen die, die respektieren. Die, die Recht haben, gegen die, die Unrecht haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Debatte ist mir so zu unterkomplex. Es geht heute nicht um die Frage, ob richtig oder falsch, sondern es geht um eine einzige, aber entscheidende Frage. Wie sichern wir die Selbstbestimmung von allen Menschen in allen Lebenslagen? Das Bundesverfassungsgericht sieht das Recht auf selbstbestimmtes Sterben eben nicht nur für schwerstkranke Menschen am Ende des Lebens vor, sondern auch für gesunde Menschen, aber auch für Menschen mit Behinderung, Menschen, die armutsbetroffen sind, Menschen, die Suchterkrankungen haben, Menschen, die psychiatrische Erkrankungen haben, kurzum Menschen, die in ihrem Alltag auf die Unterstützung und Hilfe von anderen angewiesen sind. Was ist eigentlich mit deren Selbstbestimmung? Wie sichern wir dort tatsächlich eine freie Entscheidung, dass man nicht das Gefühl hat, man ist überflüssig in einer Gesellschaft oder ein Kostenfaktor? Und deswegen ist ein Schutz- und Beratungskonzept so entscheidend. Ein Schutz- und Beratungskonzept, das eben nicht nur auf dem Papier im Bundesgesetzblatt steht, sondern das in der Realität mit Leben erfüllt wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Benner hat in der Debatte zu Recht darauf hingewiesen, es ist nicht ratsam, heute über Einzelfälle zu diskutieren. Ja, aber wir müssen uns schon auch die gesellschaftliche Realität anschauen. Und dass Drucksituationen bei Menschen entstehen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ist keine irrationale Angst, sondern das ist schlicht und einfach ein Fakt, wenn man in die Länder schaut, die den assistierten Suizid schon länger anbieten. In Kanada berichtet die Nachrichtenagentur AP, im August 2022 wurden Menschen mit Behinderungen und Pflegebedürftige mehrfach in den assistierten Suizid getrieben, um die Kosten im Gesundheitswesen zu senken. Einem Patienten mit einer fortschreitenden Gehirnerkrankung, der mit einem Arzt über seine Langzeitpflege sprechen wollte, hielt der Ethikdoktor einer Klinik vor, jeder Tag im Krankenhaus koste über $1.500. Langzeitpflege sei nicht sein Job. Zitat, mein Job ist es zu sehen, ob Sie ein Interesse an Sterbehilfe haben, Zitat Ende, so der Ethikdirektor des Krankenhauses. Und deswegen
sieht auch das Bundesverfassungsgericht eine Gefahr für die Selbstbestimmung des Einzelnen und hat die Tür zum Strafrecht nicht zugemacht. Deswegen gibt es Länder wie die Schweiz, die schon länger den assistierten Suizid anbieten, die auf das Strafrecht setzen, lieben Kolleginnen und Kollegen. Keiner würde sagen, die Schweiz hat ein restriktives Sterbehilferecht. Und deswegen habe ich mich als Liberaler dazu entschieden, den Gesetzentwurf der Gruppe um Lars Castellucci zu unterstützen. Nicht, weil es mir darum geht, Menschen zu bevormunden oder meinen Willen eines guten Lebens oder eines guten Sterbens anderen aufzuoktroyieren. Wer wären wir denn, das zu tun? Aber die Frage ist doch relevant, was passiert, wenn Schutz- und Beratungskonzepte nicht eingehalten haben und ein Rechtsstaat, der schweigend und achselzuckend daneben steht, den kann und darf es nicht geben. Da muss es Konsequenzen geben. Ich könnte jetzt noch was zum Kollegen Otto Fricke sagen, der ja dann wiederum interessanterweise auf das Strafrecht verweist. Wenn ich nicht will, dass das Damoklesschwert des Strafrechts immer über Menschen schwebt, die Hilfe leisten, Entschuldigung, dann muss ich die Regelung klar im Strafrecht treffen, dass jeder weiß, was erlaubt ist und was eben nicht erlaubt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist nicht die Zeit und die Stunde, Nein zu sagen vor dieser schwierigen Entscheidung. Und ich bitte Sie, stimmen Sie unserem Gesetzesentwurf zu und finden Sie eine gute Regel, dass Selbstbestimmung für alle Menschen in allen Lebenslagen tatsächlich in der Praxis gilt. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und bitte ein wenig um Aufmerksamkeit für das Abstimmungsprozedere. Wir kommen zu den Abstimmungen, und zu diesen Abstimmungen liegen mir mehrere Erklärungen nach unserer Geschäftsordnung § 31 vor, sowie mehrere Reden, die zu Protokoll gegeben worden sind. Alle Abstimmungen über die Gesetzentwürfe und zum Schluss über den Antrag erfolgen namentlich mit den üblichen Stimmkarten. Nach jeder Abstimmung wird während der Auszählung der Stimmen die Sitzung bis zur Verkündung des Ergebnisses jeweils kurz unterbrochen. Wir kommen nun zur ersten namentlichen Abstimmung. Hier geht es um die zweite Beratung des von den Abgeordneten Dr. Lars Castellucci, Ansgar Heveling, Dr. Kirsten Kappert-Gonter und weiteren Abgeordneten eingebrachten Gesetzentwurf zur Strafbarkeit der geschäftsmäßigen Hilfe zur Selbsttötung und zur Sicherstellung der Freiverantwortlichkeit der Entscheidung zur Selbsttötung. Der Rechtsausschuss hat in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7624 unter Buchstabe A empfohlen, über den Gesetzentwurf auf Drucksache 904 in der Ausschussfassung einen Beschluss im Plenum herbeizuführen, selbst aber keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Ich bitte nun die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Das ist erfolgt. Ich bitte Sie, nach der Abstimmung, die ich jetzt eröffnen werde, die erste namentliche Abstimmung, danach wieder in den Saal zu kommen. Die namentliche Abstimmung ist eröffnet.
Darf ich die Kollegen, die draußen in der Lobby stehen und auf irgendwelche weiteren Abstimmungen warten, bitten, wieder in den Saal zu kommen, damit ich die Übersicht habe, welche Kolleginnen und Kollegen noch nicht abgestimmt haben in der ersten namentlichen Abstimmung. Befindet sich noch ein Mitglied hier im Saal, das noch nicht abgestimmt hat bei der ersten namentlichen Abstimmung zum Gruppenantrag Dr. Castellucci? Ich stimme noch welche ab, läuft noch da hinten. Ja, da sind noch ein paar unterwegs, dann warte ich noch ein paar Minuten. Nun erfolgt mein letzter Aufruf für den oder die Kollegin, die noch nicht abgestimmt hat. Erste namentliche Abstimmung, Gruppenantrag, Dr. Castellucci und andere. Ist noch jemand im Haus, der jetzt noch nicht abgestimmt hat? Der Daumen ist hoch. Ich sehe, dass jetzt wohl alle abgestimmt haben. Dann schließe ich diese erste namentliche Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses unterbreche ich diese Sitzung.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne wieder die Sitzung. Es liegt mir ein Ergebnis vor über den Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Lars Castellucci und weiterer Abgeordneten in der Ausschussfassung. Abgegebene Stimmkarten 690, mit Ja haben gestimmt 304, mit Nein haben gestimmt 363. Enthaltungen gab es 23. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach der Geschäftsordnung auch die weitere Beratung und wir kommen zur zweiten Beratung der im Ausschuss zusammengeführten Gesetzentwürfe der Abgeordneten Katrin Helling-Pla, Dr. Petra Sitte, Helga Lind und weiterer Abgeordneter zur Regelung der Suizidhilfe und der Abgeordneten Renate Künas, Dr. Nina Scheer, Katja Keul und weitere Abgeordneten zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Änderung weiterer Gesetze in der Ausschussfassung mit dem neuen Titel Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Der Rechtsausschuss hat in seiner Beschlussempfehlung auf der Drucksache 7624 unter Buchstabe B empfohlen, die Gesetzentwürfe auf den Drucksachen 2332 und 2293 zusammenzuführen und im Plenum einen Beschluss über die vorgelegte Ausschussfassung herbeizuführen, selbst aber keine inhaltliche Empfehlung abgegeben. Die Abstimmung erfolgt wieder namentlich. Die Urnen sind besetzt, höre ich. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über den zusammengeführten Gesetzentwurf der Abgeordneten Helling-Pla, Künast und weiterer Abgeordneten.
ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme noch nicht abgegeben hat. Dann bitte ich sozusagen jetzt auch die Stimme abzugeben. Ich bekomme die Information, dass alle Abgeordneten ihre Stimme abgegeben haben. Dann schließe ich die Abstimmung und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Und bis das Ergebnis vorliegt, unterbreche ich die Sitzung.
Ich eröffne die Sitzung wieder. Mir liegt das Protokoll vor der namentlichen Abstimmung über die zusammengeführten Gesetzentwürfe mit dem neuen Titel Gesetz zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes Sterben und zur Regelung der Hilfe zur Selbsttötung sowie zur Änderung weiterer Gesetze. Abgegebene Stimmkarten sind hier 682. Mit Ja haben gestimmt 287. Mit Nein haben gestimmt 375. Enthaltungen gab es 20. Der Gesetzentwurf Helling-Plaar-Künast ist damit in zweiter Beratung abgelehnt. Damit entfällt nach unserer Geschäftsordnung auch die weitere Beratung. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Kapert-Gonter, Stamm-Fiebig, Künast, Heveling, Dr. Castellucci, Helling-Plaar und weitere Abgeordneter mit dem Titel Suizidprävention stärken. Die Abstimmung erfolgt auch namentlich. Sind die Urnen entsprechend besetzt? Das sehe ich, das ist der Fall. Und ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 7630.
ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, was seine Stimme noch nicht abgegeben hat? Dann tun Sie das bitte noch. Dann bekomme ich ein Zeichen, dass alle Mitglieder des Hauses ihre Stimme abgegeben haben. Ich schließe damit die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer entsprechend auszuzählen. Bis das Ergebnis vorliegt, unterbreche ich die Sitzung. Bitte mal die PGFs zu mir.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich gerade mit den PGFs auch beraten, weil es eine wirklich sehr große Anzahl von Abgeordneten gab, die ihre Stimme nicht abgegeben haben, nicht abgeben konnten, die Urnen relativ schnell zugemacht wurden. Und aus diesem Grund haben wir uns jetzt ein Stück weit auch zumindest mehrheitlich dazu entschieden, die dritte Abstimmung zu dem Antrag, nur die dritte Abstimmung zu dem Antrag zu wiederholen, und zwar 12 Uhr. Und die Urnen sind 20 Minuten dann geöffnet. Und bis dorthin unterbreche ich die Sitzung, bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, alles entsprechend vorzubereiten. Und um 12 Uhr werden wir die dritte namentliche Abstimmung zum Antrag Suizidprävention stärken erneut durchführen. Ich bitte noch mal kurz die PGFs zu mir, weil wir noch den weiteren Fortgang besprechen müssen. Und auch die PGFs von AfD und FDP und CDU. Lieber Thorsten, kommst du noch mal? Herr Brandner, kommen Sie noch mal kurz? Ja, Sie haben ja mehrere PGFs. Dann darf ich die Mitglieder des Hauses auch darüber informieren, dass wir, wenn wir 12 Uhr die namentliche Abstimmung eröffnen, unmittelbar danach mit der weiteren Tagesordnung fortfahren. In der Debatte halten Sie also bitte Ihre Rednerinnen und Redner bereit. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die unterbrochene Sitzung und wir kommen erneut zur namentlichen Abstimmung über den Antrag der Abgeordneten Carbert-Gonta, Stammfiebig, Künast, Heveling, Dr. Castelucci, Helling-Plau und weitere Abgeordneter mit dem Titel Suizidprävention stärken. Die Abstimmung erfolgt namentlich. Die Urnen sind besetzt und Sie haben jetzt genau 20 Minuten Zeit, Ihre Stimme abzugeben. Ich werde Sie auch vor 12.20 Uhr noch einmal darüber informieren. Die Urnen sind besetzt und ich eröffne die namentliche Abstimmung über den Antrag auf der Drucksache 7630. Da wir uns vereinbart haben, mit der Tagungsordnung weiter fortzufahren, bitte ich Sie auch entsprechend, dass wir etwas Ruhe in den Plenarsaal bekommen. Und ich rufe auf den Zusatzpunkt 4, die Antwort der Bundesregierung auf die